So, einen wunderschönen guten Abend, meine Damen und Herren. Willkommen zurück zu meiner kleinen Wenigkeit. Der gute alte Tanky wieder am Start mit einer weiteren Runde Fallout 4. Ja, ne? Kennt man ja das von mir. Diesmal Verhaber wieder mal. Ist ja wieder mal Abwechslung. Nur diesmal sind wir mit der Story mit Verhaber durch. Also, wie gesagt, Hauptstory ist durch für Verhaber. Und die Main Story von Fallout 4 ist durch. Also, richtig einfach wäre die Main Story von Fallout 4 und Verhaber ist durch. Jetzt, wenn wir weiter erkunden, was das Zeug hält, ich denke mal, vielleicht werden wir heute mit Farhaber fertig sein und gehen vielleicht heute schon ins Automaton DLC. Ich weiß es noch nicht. Grund dessen, weil ich hundemüde bin heute, weshalb ich auch wieder ein bisschen später angefangen habe. Ich sage ja wieder 19, 19:30 und ich fange aber immer lieber 19 Uhr an, weil ich schaffe mir neben dem Stream und in dem Part. Grund dessen, dass ich aber hundemüde bin und verschlafen habe, gibt es erstmal einen ordentlichen Schluck Energy. Ja, hat beim Futter vorhin gesaut. Naja, egal. So. Stößchen. Ups. Ich muss mal die Dose komisch umgreifen. Oder ich mach's anders. Das Glas ist ja. Auch. Warum hat's dann alles vermarkt, was ich habe? Es ist schlimm. Es ist schlimm. Na gut, da muss ich aufpassen, wie ich trinke. Muss jetzt nicht unbedingt die Marke vor der Kamera zeigen. Gut. Dann würde ich sagen, gehen wir rein ins Geschehen. Klack. Klack. Und wir checken vorher noch kurz den Creations Club ab, weil es wird sicherlich wieder was Kostenloses geben. Ein bisschen einmal wöchentlich. Deswegen schauen wir mal rein, was es da Schönes gibt. Ich muss die Kamera nicht hoch heute. So, besser. Heute ist kostenlos. Schauen wir mal. Ja. Die Payjobs. Der Westentaschenschlitzer. Kennt noch jemand aus Fallout 3? Ein X02 Power Armor. X02? Nur bloß ein Magazin. Langweilig. Und einen wunderschönen guten Abend, Talk. Willkommen zurück. Mann! Habe ich einen Frosch im Hals? Kennt ihr das, wenn er eingepennt seit aufwacht und auf einmal so einen übelsten Frosch im Hals hat? Das habe ich gerade. Ist echt eklig. Ich komme rein und schon renne ich den Jaguar hier rum. Ja, moin. Gut, Mann! Seit Freitag, ja, kannst du leider lange warten, denn ich streame Freitags ja nicht. Beziehungsweise ich streame am Wochenende selten oder gar nicht. Genau. Wir wollten weiter erkunden. Was mache ich hier oben? Ach ja, ich bin ja von hier unten nach oben gelaufen, richtig? Ja, okay. Dann geht es jetzt quasi hier rum so weiter. Dann würde ich sagen, ab nach Norden. Obwohl, da ist ja noch was. Oh, da vorne ist ja noch was. Gehen wir jetzt mal daran. Aufgehört hast. Du musst jeden Tag online kommen. Wenn man nach dir verlangt wird. Was sind denn für Zeiten vom Montag bis Donnerstag? Vom Montag bis Sonntag durchgezogen. Bis zum nächsten Montag. Verdammte Scheiße. So. Cliff's Edge Hotel. Klippeneckenhotel, ist das der Vault? Haben die eine eigene Vault?
Echt, mal, was soll das? Wofür bezahle ich dich, wa? Also, wenn ich schon bezahle, dann sitzt du dafür beleidigt die ganze Zeit. Wie mein Chef von mir macht privat. Bam! Ah, jetzt vermisst Gula abknallen. Verdammte Scheiße. Aber es ist wirklich immer so, wa? Also ich muss sagen, ich war zwar nur 4 Tage nicht online. Ah ja, aber das Gefühl, ich war schon 100 Jahre nicht mehr online, ne? Es kommt mir auch so vor, es ist wirklich so. Mann, verdammt mich! Jawohl, geht doch. Oh, ich krieg ja nicht Geld. Geil. So. Einer Watte, Sohn einer Dame, die im territären Wirtschaftssektor Dienstleistungen anbietet. Das sind ja fast wie Politiker. Im Wirtschaftssektor Dienstleistungen, weißt du? Als wäre meine Mutti irgendwie die Chefin der EZB oder so. Tja. Dann sollte ich jetzt mal wieder Fortnite spielen, was? Hawk? Nee, Fortnite muss ich sagen, bin ich derzeit komplett raus. Ich habe ja erwähnt, dass ich öfter mal Fortnite spiele und habe auch ein, zwei Mal Fortnite gestreamt, aber da bin ich gerade jetzt hier komplett raus, ne? Nicht, weil ich intellektuell wurde, sondern einfach mal, ja, die neue Season ist für den Arsch. Gefällt mir einfach nicht. Was, du spielst nicht Fortnite? Oh, da muss ich leider defollowen, weil ich habe den Channel gefollowt mit dem Indiz, du spielst eines Tages mal Fortnite, dann muss ich wohl leider wieder gehen, Mann. Nach dem Motto. Mit dem Indiz. Ah, jetzt stell mit deinem Schwammelkopf. Ein reiner Fallout-Channel. Könnte man fast meinen, und ich denke mal, die letzten Tage, die ja doch massiv zugenommen haben, gehen bestimmt davon auch aus. Und dann kommt mal die Atombombe ins Gesicht und dann spiele ich dann random Scheiße. Und dann denkt so, was soll ich den Channel abonniert? Der spielt nur Fallout, was soll der Mist? Der spielt ja alles, ist ja ekelhaft. Ich kann nur alles spielen. Ich denke mal, es wird bestimmt bei einigen Leuten, die ab und zu mal einschalten, wegen Fallout Verstörung sorgen. Kann ich mir wirklich vorstellen. Denn ich spiele ja wirklich seit Fallout 3 ja nichts anderes als Fallout, ne? Und ich meine, ich muss mal ganz kurz mal gucken. Das können wir gemeinsam mal machen. Auf meinem YouTube-Channel, wann ich mit Fallout angefangen habe. Mich würde mal interessieren, wie lange ich schon an Fallout im Allgemeinen sitze. Das würde mich mal interessieren. Ah. Ja, die Sammel halten. Alter, ich stream jetzt fast seit einem halben Jahr ohne da brauchen nur Fallout. Hier der Beweis. Da. Seit fast einem halben Jahr lang stream ich unterbrochen nur noch Fallout. Da könnte man fast schon denken, ich bin Fallout-Channel, ne? Alter Falter. Alter Falter. Das ist heftig. Das ist heftig. Ey, ey. Schön. Du hast eine echt ruhige Hand. Ich sag mal so, wenn du. Ich
hast du mit dir gemacht, Junge? Ne, aber um vorher zu spielen, da muss er halt Reflexe haben wie ein ADHS-Kiddy, ne? Und zudem, Intellekt, naja, muss zumindest die Gegner ausspielen können, teilweise. Also ein bisschen Brain ist vielleicht gar nicht so verkehrt bei Forty. Aber um mit den Leuten zu kommunizieren, fachgerecht, da liegt der intellektuelle Durchschnitt weit unter dem Durchschnitt. Entschuldigung, dachte, du wärst noch lebendig. Nee, ich denke mal, ich werde so schnell kein Fallout channeln. Ich werde bestimmt wieder eines Tages mal wieder am Fallout spielen. Aber ich glaube, nach Fallout 3 und 4 wird erstmal eine ganze Weile erstmal Fallout-Pause sein. Wie gesagt, ich habe mal erwähnt gehabt, dass mich die anderen beiden Spiele auch reizen würden, ob ich das jetzt playe und streame, so wie Fallout 3 und 4, also wirklich komplett durchziehe und mache daraus quasi ein Let's Play, weiß ich noch nicht. Ich tippe mal eher vielleicht. Also, das ist aber sehr weit hinten gerückt, wenn ja. Wir haben mal Zeit, ne? Also vorstellen kann ich es mir, aber nicht in den nächsten Monaten, wenn noch nicht mal nächstes Jahr. Weil die Spiele ziehen wirklich sich ewig eine Länge. Und dann ist es bei mir bei Fallout die Luft raus, muss ich zugeben. Macht Fallout noch Spaß, aber ich kann nicht versprechen, für wie lange. Ich glaube, ein Team mit deiner Erzeugerin ist auch schon wieder viel zu fortschrittlich. Aber das andere wäre eine Beleidigung und das, ja. Du lebst oder seh ich doch, du Spinner! Oh, zwei von euch, okay, das ist sehr interessant. Warte mal. Mir. Das ist völlig. Hallo? Hallo? Für wie assi hältst du mich auch, dass ich das von dir denken würde? Also, jetzt bin ich aber enttäuscht von dir, meine Herren. Und der alte Sack kann nicht mehr tragen, aber der Sack ist und nicht mehr tragen kann. Ja, das erklärt schon den Satz alleine. Okay, der Futter geht ein paar Astern. Heute bin ich Veganer, ein schön Astern drin ballern. Geil. Oh, ein bisschen Fäule fressen, wa? Ist auch schon geil, ja. Oh, knall hier in die Fäule. Och! Hm. Und ich weiß, einen Ghoul mit einem Gaussgewerb zu knallen ist echt ein bisschen assi, aber das waren starke Ghoule. Ich habe keinen Bock langer mit denen zu kämpfen. Und ja, so weiter und so fort. Autsch! Was bist du denn für einer? Zieh ich ab. Kennt ihr das noch auf dem Schulpausenhof damals, wo die Kinder öfter mal so eine Sprüche rausgehauen haben? Ich habe mal einen coolen Konter gehabt. Jemand, wenn irgendein Kiddo zu mir meinte, ey, komm, ich fick deine Mutter, hab ich immer rausgehauen, bist du pervers oder so? Ja, Walla, wieso? Walla, du bist mein, ich bin dein Vater, wenn ich deine Mutter ficke. Wenn du auf alte Frauen stehst, ich tu's ja nicht, ne? Dem waren sie auf mal ganz ruhig. Dem waren sie aber ganz ruhig. Ich wusste mich schon zu kontern mit den Typen. Ich wusste schon wie. Alter! Was liegt denn hier rum? Was liegst du hier rum? Langfinger? Oh! Mon Dieu! Ich wollte dich bestehen. Verzeihung. Leg dich hier wieder mal hin. Hast nichts gemerkt. So. Muss ich jetzt Kohle snacken?
Zeilensteller Notiz. Jetzt wird's ja interessant. Warte mal, warte mal, warte mal. A, B, C, D, E, F. G, falsche Notiz, sagen wir's ja. Hier wimmelt es nur so von Ghoulen. Und für jeden, den ich erledige, tauchen zwei neue auf. Dieses große Zahnradding und das Terminal beweisen, dass hier einer dieser Vaults ist. Aber ich kann einfach nicht. Ich kann ihn einfach nicht finden. Ich mache hier erstmal Pause und suche morgen weiter. Ich wette, du kamst nicht weit. Oh, Aim ist wieder on point. Du stehst vor ihm! Ich wollte gerade sagen, jetzt rückt doch endlich mal die 44erin da. Oh, Alter, Spider-Man! Ein Superhelden-Move, ey. Ausgewichen. Oh, muss ich die Beine bereit machen. Was? Guckst mal hier auf meinen Rentner ein hier? Den brauche ich noch. Der muss mir den Schnaps noch tragen können. Ja, stell dir mal vor, hier olle Longfall gibt mir als Endstat. Also als Endlevel sowas wie kann endlos viel Alkohol tragen oder so. Das wäre cool, ey. Also ohne Gewichtslimit, sag ich mal. Moin, hat mich vertan. Es gibt kein Automatrum Power Rüstung. Okay. Kunai, aber bitte in Zukunft storytechnisch den Ball etwas flach halten, weil ich kenne das DLC noch nicht. Genauso wie. Also, ihr könnt mir Tipps geben, wenn ich denn dort vor Ort bin. Aber bitte keine Storys, wie zum Beispiel, ja, du kannst den und den umbringen, dann kommt das, passiert das und das. Oder, hey, sag ihm das so und so, wenn er das und das fragt oder so. Noch nicht. Ich möchte jetzt mal nicht gespoilert werden. Ich bin ein kleiner Story-Fetischist. Ja. Also ja, Tipps gerne, aber dann, wenn die Situation so passt. Und du wolltest für den guten Abend, Kunai. Boah, der ist zu schnell im Liegen, ich treffe ihn nicht. Alles gut, Hawk. Jo, jetzt kommt der Riesen. Ach du Scheiße, jetzt ist interessant. Okay, jetzt brauche ich noch eine Knarre. Das ist logisch.
Nee, ich habe nur darum gebeten, dass Leute zukünftig nicht allzu sehr spoilern sollen, was wo wie passiert und sowas alles. Das ist sehr cool, Bescheid ist alles gut. Nee, weil, also ich bin für Tipps offen, gar kein Problem. Aber denn, wenn dann Tipps geben ohne Spoiler, beziehungsweise wenn Tipps, dann zu den passenden Momenten. Zum Beispiel jetzt, ja. Ich laufe jetzt hier durch die Botanik und irgendwann wird mir sagen, hey, irgendwo in der Nähe gibt es eine coole Knarre, schau dich mal gut um. Oder geh mal in den Raum links, rechts, da ist eine Knarre. Ist ja kein Story-Spoiler. Ist vollkommen okay, der Tipp. Schau ich mir die Knarre an. Aber du wirst zum Beispiel sagen, hey, du musst dann die und die Antwort wählen, um dann zu überzeugen. Und am Ende wirst du ihn erschießen, dann musst du verraten von denen seiner Tochter. Also sowas nicht so, weißt du? Also Spoiler-Story-technisch finde ich gar nicht gut. Aber ist ja jetzt geklärt. Aber ansonsten halt ja. Achso. Oh, Kohle, Kohle, Kohle. Oh, willst du mich einfach mir anbieten oder so? Stehe nicht drauf, sorry. Da liegt sie aber so tief und fest da, weil sie von der Ruhe haben, wir von der Ruhe schlafen. Da kommt so ein Typ in der 44er Magnum und drückt dir voll dein Schädel weg. Einfach so, ja. Ob das auch Notwehr war, ich weiß ja nicht. Und wir sind ja von unten gekommen, wa? Oder? In Mathe war ich auch nicht. In Deutsch stand ich auch immer 2, 3 so. Also eigentlich mehr 2. Ich kam doch von unten, oder? Da hieß ich ja Alzheimer. Ja, ich bin aber vor Haber. Wir wollen uns ja die restlichen Gebäude hier uns angucken, die es hier noch gibt, und dann wandern wir rüber zu Automatron. Ob wir heute nach Automatron kommen, weiß ich nicht. Ich tendiere aber eher zu nein. Ich tendiere eher morgen. Wie lange ist die Ladezeit gerade? Employees only, okay. Also eine Waschküche, leere Kümmel, Kaffeedose. Dieses Klischeebild, dieses kleine blonde Kind da mit blonden Haaren und blauen Augen, ist ja auf dieser Kaffeepackung. Oh, du Schonkerblied! Oh, der aufsetzt das Ding. Zähl die auf, oder? Nee, wa? In dem Mantel, du Schanker, das passt doch. Mir war klar, dass es von dir kommt, Hawk. Wenn das mal nicht der Weg zur Vault ist und... Here we go. Push the button. Willkommen in Vault 180, Ihrem Heim in der Ferne. Unglaublich.
Okay. Oder ihr könnt mich insofern spoilern, wenn zum Beispiel eine Quest beendet ist. Dann könnt ihr mir zum Beispiel sagen, hey, hättest du das so und so gemacht, wäre am Ende das und das passiert. Da könnt ihr mir auch gerne spoilern, da habe ich auch nichts gegen. Sag ich mal. Braucht ihr einen Detektiv? Es gab einen seltsamen Todesfall im Hotel. Jemand muss das untersuchen. Sind Sie der angeforderte Detektiv? Well, ja, schon, ne? Vielleicht. Erzähl mir, was los ist. Es gab einen seltsamen Todesfall. Jemand sollte uns helfen. Aber bisher ist noch niemand eingetroffen. Sind Sie der angeforderte Detektiv? Ja, ich bin Detektiv. Ich bin der Detektiv. Oh, Gott sei Dank. Lassen Sie mich die Tür für Sie öffnen. Na, schauen Sie mal an. Ein Todesfall, ja Mann, das passiert ja mal im Nuklearen. Ja, Postapokalyptika. Die Wahl sieht noch gut Und aus. es war an der Zeit, dass die Polizei jemanden schickt, um der Sache nachzugehen. Wir haben viele wichtige Gäste, die sehr besorgt sind. Na schön. Sehen Sie das als Vorschuss an. Suchen Sie am Tatort nach Hinweisen. Wenn Sie bereit sind, können wir darüber reden. Sie sind wieder am Tatort? Wissen Sie nicht, dass Sie die Beweise vernichten? Sie sollten besser mitkommen. Na gut, ich glaube, die will ich einfach kaufen. Ich brauche nicht wirklich eine Feuer- und Eiswaffe, weil ich habe eine 10 mm Pistole, die macht Energieschaden plus 10. Eine ganze Wort voller Roboter, Mr. Handys und Robohirne. Diese Kunstfertigkeit. Was zum Teufel ist eigentlich los mit dir? Entschuldigung, Ezra, du hast dich selbst übertroffen. Mann, in das so einem Laden mal essen, was? Ich erhebe meine Stimme nur ungern. Aber der Detektiv ist hier und wird sofort die Ermittlungen aufnehmen. Bitte bleiben Sie in Ihren Zimmern, bis der Detektiv sich den Tatort angesehen und mit Ihnen gesprochen hat. Jetzt hätte ich mal Nick mit bei haben müssen, wa? Natürlich, wir sind Profis. Ich bin dir keine Lappen, ne? Also immer die Gehirnkapselung. Der Hirnbehälter wurde wohl eingeschlagen. Eingeschlagen? Könnte also nur ein Roboter sein mit Arme? Scheint, als hätte da wer die gleiche Meinung zu Gehirnen in Maschinen wie ich. Die Vorstellung gefällt mir gar nicht. Pff. Ist das Blut? Wenn nicht gerade das Hirn blutet, wird wohl das Blut irgendwelche anderen Indizien haben. Folgen wir mal der Spur. Aha! Verdammt nochmal, ja. Die Polizei im Einsatz. Findet eine Waffe. Verdammt nochmal, ja! Kann ich denn nur bei einer Wurst? Ach so.
Baseballschläger. Was macht der denn hier? Also es kam auf alle Fälle jemand nur sein mit Hände, denn ein Mr. Handy kann keinen Baseballschläger tragen. Er hat zwar eine Zange, aber ich glaube nicht, dass er mit seiner Zange so viel Kraft ausführen könnte, um so eine Plexiglasscheibe zu durchdrehen und das Hirn auszuschalten. In Spuren lesen bin ich Profi, ich sag bloß The Witcher 3. Eure Gäste sind Roboter? Keine Roboter. Nicht so ganz. Ich glaube, der richtige Begriff lautet Robohirn. Vor dem Krieg beschlossen die Gäste, ihre Gehirne in Roboterrümpfe zu legen, bis alles vorbei ist. Im Ernst? Gibt es sonst noch etwas? Ich habe die Mordwaffe gefunden. Oh nein, das ist der Schläger aus Mr. McKinneys Film. Ist er vielleicht auch involviert? Ich kann mir nicht vorstellen, dass er so etwas tun würde. Gibt es sonst noch etwas? Erzähl mir was über das Opfer. Mr. Ezra Parker war der Eigentümer und Finanzier des Hotels. Er hatte weltweit Erfahrung im Management von Investitionsprojekten. Er hatte die Idee, unsere wichtigsten Gäste zu Investoren für den Vault-Teil des Hotels zu machen. Er hat mit Vault-Tech gearbeitet, um beim Bau ihre gesamten Vorgaben erfüllen zu können. Gibt es sonst noch etwas? Also im Aggressor-Traum würde ich mal hier bestimmt reinstecken. Oder ich würde mein Gehirn in sowas hier reinstecken. Eine Power-Rüstung, voll mechanisch. Da würde ich meine Hirn gerne implantieren. Und dieses Hirn steuert in alle Gliedmaßen quasi. Das würde ich jetzt schon machen. Ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Ich schätze, Sie sollten herausfinden, wie er gestorben ist. Prüfen Sie dann, wer die Mittel dazu und ein Motiv hatte. Haben Sie genug Beweise gefunden, müssen Sie den Mörder stellen. Gibt es sonst... Egal. Ich bin hier. Egal. Voll so pläh. Kinkerlitzchen hier. Na, ja, wenn wir uns mal umgucken, mal, Leute. Wie gehe ich? Oh, es passt noch. Also für die Quest müsste es noch gehen. Wer bist du? Hausmeister. Du bist verdächtig, du redest mit mir nicht. Ich schütze und diene. Okay. Gemacht? Leider nicht. Du solltest lieber mit Maxwell darüber reden. Brauchen Sie Ausrüstung zum Jagen oder Angeln? Was hast du vorrätig? Andenken, Jagdausrüstung und eine Reihe nützlicher Gegenstände. Haben Sie etwas zu Hause vergessen? Na, ich schau mal, was du hast. Für jeden was dabei. Warum eigentlich nicht? Weil das Schöne ist ja, wir sind ja eh gerade ein bisschen überladen. Das kommt uns ja gerade gut zu getun. Den Zaunbrecher behalten wir erstmal noch für die Quest. Für so 50 Punkte hört sich ein Strahlungsschaden. An sich ganz cool, aber ich nutze den Rakete mal verähnlich, von daher. Wait damit. Aufgepasst, Löcher festzusitzen.
Brauchst du was? Haben Sie etwas zu Hause vergessen? Klar, ich schaue es mir an. Unsere... Brand Minigun. Könnte interessant sein, weil das Ding noch hochleveln. Gut, dann nehmen wir noch Ach, scheiß drauf, ich muss die Mega noch eh nie. Wie viel zu Fülle dafür? Jaste. Gib mir für alle Patronen noch, die du hast. Zack. Was noch? Schrotpatronen, gib auch her. Willst also Sachen tauschen? Ja, kannst du den Minigun wieder haben. Einrad verkauf, bin ich dumm. Was habe ich da noch gehabt, was ich ihm geben wollte, oder? Ja, ein Schrott hier, stimmt. So. Schön. Wie viel Kronkorken haben wir eigentlich? Boah. Alter. Oh, ich hier mit fast 50.000 Kronkorken rum. Ich bin die wandelnde Bank. Oh, was geht's jetzt in der Kiste? Untersuche Keith McKinney. Über den rede ich gar nicht, aber den kann ich gar nicht reden. Ach so. Hier zu Ende. Zwei Hände zusammen und für jeden eine Kugel. Ach, verdammt. Warum kann ich mir die Stelle nie merken? Vergiss es. Ich kann das jetzt nicht mehr. Na gut. Dann gehe ich zum Strand. Hallo. Wie kann ich dir helfen? Hast du Fragen zum Fall? Ich habe deinen Baseballschläger am Tatort gefunden. Weißt du, wie er dorthin gekommen ist? Jemand versucht, mir den Mord in die Schuhe zu schieben. Wahrscheinlich Santiago. Du hast ihn ja am Tatort rumschleichen sehen. Hast du dir Gedanken über den Mord gemacht? Es ist ganz klar Santiago. Er sieht sich immer wieder den Tatort an. Worüber hast du mit Gilda gesprochen, als ich reinkam? Oh, wir haben nur eine Szene geprobt. Keine Sorge. Egal. Okay. Egal. Gut, dann reden wir mit jemand anderem. Mit Santiago mal. Erstmal schauen wir uns mal um hier. Oh, Handel, damit du topfit bleibst, ja, mit deiner Roboarme. Verstehe.
Oh, eine Lupe. Ich schätze, wir müssen den Fall mal unter die Lupe nehmen. Ha! Das könnte noch nützlich sein. Ich nehm's mit zum Investigation, you know? Also. Wer schreibt dir da eigentlich mal? Ich hab Nachrichten bekommen? Ja, kann sein, dass eventuell jemand ist, der es mitkriegt. Ich könnte mein Handy zwar stumm schalten, mache ich aber nicht, falls was Wichtiges ist, weil meine Eltern sind nicht gerade die gesündesten und sie fühlen sich wohler bei den Gedanken und ich fühle mich auch wohler mit den Gedanken, wenn mal der Fall eintrifft, falls irgendwas ist, mein Handy an ist. Deswegen habe ich mein Handy auf laut und reagiere nur auf Anrufe, aber eher weniger auf Nachrichten. Okay. Zum Glück habe ich ja keine, ne? Stiefmutti. Ich hab nur eine richtige. Jetzt ist sowas kommen, wie falls deine Mutti eventuell über WLAN-Kabel stolpert oder so. Perfide, wer sammelt hier? Wir sammeln Schädel, Alter. Was Besonderes drin? Besonderes Schwert oder so? Ja. Jetzt, wo du es gerade sagst, Hawk, kann sein. Ich glaube, ich habe die Alte letztens mit reingeschmissen, weil ihr. Also, sie hat sich aufgeregt gehabt, dass sie sich beim Essen bekleckert hat. Und da habe ich gesagt, ey, Stiefmutti, ich hatte dich auszuziehen und die Scheiße hier in die Waschmaschine zu schmeißen, stopfe ich einfach komplett rein. Ein Abwasch, weißt du? Wahrsten Sinne, ein Abwasch. Dann hat die Alte genommen und einfach in den stopften Deckel zugemacht. Ich habe letztes Mal vor 4 Tagen Wäsche gewaschen, habe immer noch vergessen, meine Wäsche aufzuhängen. Kann sein, dass jetzt die Wäsche und die Dame etwas gestockt ist, aber ich tippe mit der nächsten Ladung per Woll ins Audi raus. Kriegen wir schon hin. Einen guten Whisky mit. Nett. Ein Aufseherschlüssel. Aha! Wenn wir da keine Informationen zu dem Mordfall kriegen, dann weiß ich es auch nicht. Alles klar, Kuhn, bis zum nächsten Mal. Hau rein, wa? Genau, hör von meiner imaginären Stiefmutti. Der lange Arm des Gesetzes?
Ich schleim mich ein, Psychologie, ich schleim mich ein auf sein Niveau, um ihn dann zu entlarven und dann Ding festzumachen. So mache ich das. Kunst ist Leben. Ohne sie sind wir nicht mehr als Tiere. Vielleicht. Wenn wir nicht mehr sind als Bewusstsein, das in einem Körper aus Fleisch oder Metall ist, dann ist die Kunst die einzig wahre Verbindung zur Welt. Komm mit mir. Was? Man kann es nicht mal aufhören zu knistern, das ist ja laut. Sag mir, wie spricht dich das hier an? Sieht aus wie ein Gesicht mit einer Mütze. Es sieht irgendwie wie ein Gesicht aus. Der Fleck ist das Auge. Der rote Klecks die Haare und das da ist die rausgestreckte Zunge. Oh ja, das war das letzte Bild einer Porträtreihe von Gerda. Nummer 1378. Ihre Gefühlswelt überlagert das Porträt. Die Realität des Subjekts ist verzerrt, da das Ego versucht, sich zu projizieren. Ja. Zunge rausgestreckt? Wo ist denn deine Zunge? Penisse oder Tombombs? Atombombs. Das ist der Krieg. Überall Bomben. Kein oben oder unten. Die Welt steht Kopf. Was für eine einfache Betrachtung. Ich wollte wissen. Das ist der Krieg. Was für eine einfache. Das ist der Krieg. Überall Bomben. Ich finde das Bild aber sehr sinnbildlich. Ich finde das gut. Das ist der Krieg. Ich schätze, auf gewisse Weise ist das so. Kunst formt die Welt. Und die Welt formt die Kunst. Die Kunst muss daher ständig durch kontextbezogene und historische Betrachtung wiedergeboren werden. Wir alle müssen aszendieren. Wir alle müssen aszendieren. Richtig. Ja, vielleicht sind da welche eingesperrt, die sich in sich auspeitschen. Ich kenne die Roboter hier nicht. Weißt du, vielleicht haben die ja ihren eigenen BDSM-Raum. Ich kenne mich damit auch nicht so aus. Und bitte sei ehrlich. Denn ohne Ehrlichkeit ist Kunst nicht mehr als Politik. Das ist. Sieht nett aus. Einigen Leuten gefällt sowas sicher. Ja, es sieht auf jeden Fall nett aus. Nicht wahr? Um ganz ehrlich zu sein, ist das mein meistverkauftes. Das ist eine Metapher. Ein junges Wesen kämpft mit Ideen, die es nicht verstehen kann. Oh, eine. Oh, die Antwort ist gut. Das ist eine Metapher. Ein junges Wesen kämpft mit Ideen, die es nicht verstehen kann. Interessant. Der Geist findet Bedeutung, wo keine sein sollte. So hatte ich das. Ganz ehrlich zu sein, ist das mein meistverkauftes Werk. Ich habe die Reihe natürlich unter einem Pseudonym. Jetzt magst du es, wa? In dieser Reihe habe ich mehr verdient als mit meinen richtigen. Ich brauche Katzen, die Raketen nuckeln. Dabei sollte das Ganze nur ein Scherz werden. Bestimmt ist es die Rocket 69. Was sagt das über den Wert der Kunst für den einfachen Mann aus, hä? Haha, der Kunstliebhaber. Hier, um mein neuestes Werk zu sehen? Erzähl mir von dir. Was gibt es da groß zu sagen? Ich bin einer der größten Künstler der Welt. Ich arbeite vornehmlich mit Ölfarbe. Habe aber auch schon Skulpturen und Performancekunst gemacht. Hast du dir Gedanken über den Mord gemacht? Du solltest dir Juliana Riggs anschauen. Diese Banausen kann Kunst nicht mal von ihren eigenen Exkrementen unterscheiden. Sie und Ezra hatten vor kurzem einen recht heftigen Streit. Man konnte ihre schrillen Schreie durchs ganze Hotel hören. Ich glaube, du solltest erläutern, warum du immer wieder an den Tatort zurückkehrst. Zur Inspiration. Den anderen gefällt der Gedanke nicht. Doch selbst wir
sterben irgendwann. Wie Prometheus Fackel entfachte sie mir das Feuer, um in der Zeit, die ich habe, möglichst viel Kunst zu schaffen. Anscheinend hast du Gilda ziemlich oft gemalt. Warum sie? Unsere Gilda ist ziemlich einzigartig. Erkennst du nicht die Lebensfreude in ihr? Nie habe ich jemanden getroffen, der sich so an das Leben klammert und so im Moment ist. Ich muss zugeben, eine Zeit lang war ich in sie verliebt. Du bist immer noch in Gilda verliebt, oder? Und wenn schon, was geht dich das an? Sie verdient jemanden, der ihre vergängliche Schönheit erkennt. Nicht diesen groben Schauspieler. Worüber haben sich Juliana und Ezra gestritten? Keine Ahnung. Ich habe gemalt und versucht, es auszublenden. Gilda hat sie aber bestimmt gehört. Vielleicht solltest du sie mal fragen. Hallo. Vielleicht später. Gut, ich hoffe, mein... Boah, dieser scheiß Generator hier, ne? Gut, dann interviewen wir mal... Boah! Alter! Steckt sie in der Stufe, in der Dusche fest, oder? Oha. Erzähl mir von dir. Oh, ich bin Wissenschaftler. Meine Frau Juliana... Ja, mach das, Hawk. Bis später. Ich weiß nicht, was ich sonst noch sagen soll. Gibt es sonst noch was? Erzähl mir von deinen Forschungen. Ich war einer der Teamleiter bei der Erschaffung der ersten Robohirne, den Vorläufern unseres Modells. Die meisten finden sie nicht besonders interessant und ich möchte dich nicht langweilen. Gibt es sonst noch was? Ich würde gerne mehr... Oh, wunderbar. Niemand sonst hier will sich darüber unterhalten. Funktional entspricht dieses Modell mehr oder weniger den vorherigen Versionen. Aber ohne Neuralunterdrücker und Rekonditionierung. Zwischen Stimmmodulator und Neuralmatrix scheint es einige Problemchen zu geben, was zu Übellaunigkeit führen kann. Dem kann man aber mit regelmäßiger Wartung beikommen. Gibt es sonst noch was? Ich würde gerne mit... Mehr kann ich dazu leider nicht sagen. Alles noch streng geheim. Aber ich wollte dir bei deiner Untersuchung... Oh, das ist sehr nett, Bert. Oder Bert. Ich hörte, dass Juliana und Ezra sich gestritten haben. Einige Tage bevor er gefunden wurde. Erzähl mir was darüber. Ich war in meinem Labor und habe nichts gehört. Aber Juliana hatte immer Probleme mit Mr. Parker. Ich glaube, sie hatte was im Aufseherbüro gefunden. Damit Schlüssel her. Versuche ihr die Geldangelegenheiten zu überlassen. Gibt es sonst noch was? Wir müssen unbedingt in das Aufseherbüro. Robohirne haben einen Stimmmodulator? Erzähl mir mehr darüber. Das ermöglicht uns, die originalen Stimmen nachzubilden. Sie können jede normale menschliche Stimme imitieren. Ich glaube schon seit längerem, dass die Probleme mit unseren rekrutierten Exemplaren auftreten, weil das Gehirn ein Selbstempfinden beibehalten will. Unsere originalen Stimmen zu verwenden hilft bei der Verstärkung des neuralen Netzwerks. So wie Musik bei einem Alzheimer-Patienten. Gibt es sonst noch was? Egal. Okay, ich mach mich... Hast du Fragen zu diesem hinterhältigen Mord? Hast du dir Gedanken über den Mord gemacht? Ich glaube, es war einer dieser Schauspieler oder dieser schreckliche Maler. Solche Leute neigen zu Gewalt. Oh, die Tratschtante aus der Nachbarschaft ist übelst Klischee, ne? Erzähl mir von dir. Ich bin
des Riggs-Vermögens und Frau von Bert Riggs. Keine Ahnung, was du erwartet hast, Detektiv. Was soll ich erwarten? Ich will nur wissen, wer du bist. Ich habe gehört, dass du vor ein paar Tagen einen Streit mit Ezra hattest. Was hat es damit auf sich? Naja, das war keine so große Sache. Er wollte mehr Geld für Reparaturen im Hotel. Mir ging es nicht so gut und ich habe den Ärmsten attackiert. Ich hätte wirklich öfter auf ihn hören sollen. Was soll dieser ganze Plunder hier? Das sind unsere Sachen. Wir warten nur darauf, dass der Krieg vorbei ist. Dann bringen wir sie wieder ins Anwesen. Oh, ist ja bald vorbei, der Krieg, ne? Egal. Viel Glück mit der Jagd nach dem Mörder. Oh, ist das süß. Oh, Miesekätzchen. Das typische Klischee, alte Ehepaar, ne? Hat sich Juliana in letzter Zeit seltsam verhalten? Ich bin wahrscheinlich nur paranoid, aber sie ist in letzter Zeit viel angenehmer. Gar nicht schlecht, aber auch beunruhigend. Viele verstehen uns nicht, aber mir hat immer gefallen, wie sie es schafft, das Heft in die Hand zu nehmen. So konnte ich mich auf meine Forschung konzentrieren. Ich glaube, ihr ist was zugestoßen. Sie wirkt irgendwie anders. Gibt es sonst noch was? Was meinst du damit, dass Juliana anders wirkt? Meine Frau war schon immer... Willst du damit sagen, dass deine Frau verdächtig sein könnte? Was meinst du damit, dass Juliana... Meine Frau war schon immer ziemlich hart. Ich weiß nicht, wer das in unseren Zimmern ist. Aber sicher nicht meine Frau. Gibt es sonst noch was? Egal. Okay. Ich glaube, du bist die wahre Mörderin. Das ist albern. Warum sollte ich Mr. Parker umbringen wollen? Gib auf. Ich kenne dein Geheimnis, Juliana. Oder sollte ich sagen, Ezra? Tja, eine kühne Behauptung. Schade. Ich dachte, die List hätte noch ein bisschen weitergehen können. Tja, irgendwann muss es wohl enden. Das muss nicht zu noch mehr Gewalt führen, Detective. Geh einfach. Ich verschwinde und du sagst, ich wäre geflohen. Warum hast du Juliana getötet? Ich hatte es nicht vor, aber Juliana war hinter meinen Plan gekommen und musste schnell erleben. No homo. Aber dieser Synchronsprecher, der gerade redet, hat so eine geile Synchronstimme. Der Typ hat auch dieselbe Synchronstimme wie John Shepard aus Mass Effect, also der Hauptcharakter von der Mass Effect-Serie von 1 bis 3. Und... der hat so eine trockene, kalte, böse Stimme. Boah, finde ich so Hammer. Wenn jemand so mit mir redet, Junge, so arrogant, überheblich und gleichzeitig so böse, tief klingt. Echt Respekt vor Allah, mit dem wir mich anlegen wollen, eigentlich schon von der Stimme her. Übrigens, kleiner Verfehlt am Rande, wer die Anime-Serie Naruto kennt, ist auch derselbe Synchronsprecher wie der Synchronsprecher, also der deutsche Synchronsprecher von Orochimaru. Auch sehr interessant. Etwas schlagen, bevor ich fliehe. Wie schaut's aus, Detective? Willst du mit mir reich werden? Oder beim Verteidigen?
keine Chance. Deine Mordserie endet hier. Dann bringen wir es zu Ende. Ich gebe die Deckung. Tja, tut mir leid um euch, aber ich glaube, der Alte ist dort, Mann. Wo ist denn der überhaupt? Da klang schon was spannend. Da klang schon was spannend, ich sehe ja. Ich habe den Killer gefunden. Es war Ezra. Er tötete Juliana und nahm ihren Platz ein, um die Spuren zu verwischen. Dass Mr. Parker zu so etwas fähig wäre. Was ist geschehen, als Sie ihn zur Rede gestellt haben? Ist das wirklich wichtig? Ja, natürlich. Der Mann ist ein Mörder. Wir müssen wissen, ob er noch auf freiem Fuß ist. Er hat mich angegriffen. Aber es ist vorbei. Eure Gäste sind sicher. Hier, bitte. Ihre Bezahlung und ein Bonus für die Entdeckung solch eines hinterhältigen Plans. Nice. Ich glaube, ohne sie hätten wir es nicht geschafft. 400 Vorkriegsgeld. Das ist mal heftig. Wie viel haben wir jetzt eigentlich gerade? 900. Ja, auch noch ein bisschen was, alter Falter. Und ein Level Up. Mein Gott, ich will auf Sitz halten. Wie nice. Also jetzt haben wir schon vorausgeskillt gehabt. VfM irgendwas skillen. Ich muss mal gucken, wie viel ich tragen kann. 360. Na, 360, naja, gut. Ich würde sagen, wir erstmal die ganzen Grundsets ausarbeiten. Da ich ganz gerne den Watz-Modus nehme, würde ich fast, machen wir, fast sagen, wir nehmen mal. Wir gehen mal auf Wahrnehmung, oder? Was meint ihr? Mehr Präzision in den Watz-Modus. Das ist schon nicht schlecht. So! Jetzt würde mich mal interessieren, wo ist hier das Aufseherbüro? Da möchte ich mal ganz schnell reinmarschieren, weil da schien es etwas zu geben, was interessant ist. Ich weiß ja, dass in den Vaults das Aufseherbüro meistens mal oben war. Ha, wegen Aufseher und so. Oh, die Aufseher kommen nicht mehr klar auf der Welt, die kloppen sich schon. Hydroponics. Hydrokulturen, ah, okay. Die bauen hier voll Futter an, ist ja geil. Brauchen die wenig wieder, aber ist egal.
Ihr wollt das Kombi aufgebaut. Anders als alle anderen. Overseer. Und rein hier. Geh mal ran da. Kürzlich was für die Goldfarbe in den Zimmern gegeben hat. Ich habe einen Ermittler angeheuert, der in den nächsten Wochen nach Anzeichen für Unterschlagung suchen wird. Okay. Was ist in dem Zimmer eigentlich? Maintenance. Und nichts. Gehen wir mal ins Nichts rein. Achso, mit den Kätzchen. Die sind jetzt wieder oben. Okay. Also gibt's hier nichts Besonderes, dann würde ich sagen, gehen wir mal runter hier. Na, die würde ich sagen, gehen wir wieder raus hier. Mal fertig hier. Aber war nicht über die Quest. Wieder ein bisschen Abwechslung. Okay, voll klar. Doch vorerst, was ist das hier für eine Tür? In einem dieser Rattenlöcher festzusitzen. Hä? Bin ich denn hier? Ist das ein Parkhaus? Ja, wie krass. Voll die Parkgarage hier, Alter. Ach, der Bau des zweiten Flügels. Okay, ich habe soeben den Bau des zweiten Flügels gefunden. Hier haben sie die Wall-Verbindung weiter gebaut. Oder Anbindung. Und AP war dann dicht gewesen quasi. Mehr haben sie nicht geschafft. Aha. Okay, auch interessant, keine Frage. Kann man nebenbei noch machen? Irgendwas hätte gewaltsam durch die Tür durchgedrungen zu sein, so. Was ist denn da eigentlich ganz oben? Ja, doch, ja. Offensichtlich ist hier wohl nicht mehr. Können wir die Lüfte nach oben fahren irgendwie?
Krieg ich wohl nicht. Aber wieder interessant trotzdem, ja. Dann würde ich sagen, raus hier aus dem Puff. Von den Experimenten gehört, die an solchen Orten stattfanden. Menschlichkeit war damals wohl Mangelware. Läuft zwischen uns alles gut? Wenn du auf Liebe und Bewunderung aus bist, hast du dir den falschen Partner ausgesucht. Auch nichts. Na, wenn du meinst. Fahren wir jetzt zu Walt oder was? Ach so. Ist umgefahren, okay. Gut, haben wir das nebenbei auch noch gemacht. War eigentlich eine ganz geile Quest, ne? Findet ihr nicht? Und würde ich sagen, gehen wir jetzt hier so geradeaus weiter. Beziehen wir mal einfach eine Schnellreise dahin. Zack. Finden wir noch was Interessantes. Die sind wir schon durchgelaufen und geht jetzt halt quasi so hier runter. Dann klappern wir hier alles ab. Und dann hier noch und dann sind wir mit allem fertig. Aha, was ist das für ein Häuschen da hinten? Haben wir nicht gerade. Oh, das passt noch. Diese Lichtspielerei, boah, so bildhübsch. Ich kann mich nur wiederholen, sieht immer schon von mega aus, das Game, ne? Nicht immer, aber manchmal. Ja, von anderen möchte ich mich eigentlich ganz gerne fernhalten. Ah, komm zurück, Hawk. Okay, genug versteckt. Longfellow. Ah, Baum. Oder whatever. Flammenwerfer.
Oh, was gab's denn Feines? Wenn du so fragst. Ja. Oh, was Feines. Marmelade habe ich mir auch wieder mal gehört nach langer Zeit. Der hätte ja auch so einen übelsten Marmeladenwahn. Weiß nicht, ich konnte jahrelang keine Marmelade essen, weil ich mir übergefressen habe damals. Und auf einmal, ich weiß auch nicht, jede Woche kaufe ich mindestens, nicht jede Woche, aber jede zweite Woche kaufe ich mir fast ein Glas Marmelade, weil es so schnell alles von mir. Bah, übelst schlimm. Das schwankt immer zwischen Nutella und Marmelade bei mir. Es ist immer so ein Nutella bei mir. Für den Riesenskelett, ist die nur gestorben oder was? Geiler Hut. Mehr ist hier nicht. Der Ort schien echt vielversprechender. Als er eigentlich in Wahrheit ist. Boah, wie assi bist du denn auf dem Eisbecher? Wenn dann bitte schön ein schönes Himbeer-Vinaigrette. Wenn überhaupt. Ruhe. La Fame Pame. Ja, wenn schon, denn schon. Mit eingelegtem Blattgold verziert mit Platinstückchen. Dazu eine schöne Ölsoße rüber. Schmeckt scheiße, aber ist teuer. Und darauf kommt es doch an. Guten Schuss, Captain. Ein Himbeer-Vinaigrette. Du kennst sowas nicht. Du ein Mensch hier aus gehobenem Hause, musst das doch kennen. Nur blaublütige Menschen kennen das. Und wenn das nicht hilft, musst du dir halt einen schönen Beluga-Kaviar gönnen. Oder am besten Kaviar, den roten Kaviar vom weißen Albino-Stör. Nur vom Feinsten. Und wenn ihr, der mich jetzt für den Spinner hält, kann das Ding tatsächlich mal googeln, den Kaviar vom Albino-Stör. Der wird dann denken, oha. Oha. Da müsste ich ja wahrscheinlich, jetzt mal arbeiten, nur für eine Dose. Wenn das mal reicht. Den Ort habe ich noch nicht entdeckt. Das Eden Meadows Filmtheater, oder müssen wir mal hin? Das gleiche könnte ich auch von mir auch behaupten. Ich lebe in Berlin. Weißt du, was ich vornehm finde? Wenn man meine Toilette benutzt, hat irgendwo nur Ecken zu pissen in welchen Bahnhöfen. Ja?
das ist für uns in Bainer schon vornehm. Also. Von Vornehmlichkeiten kennen wir in Berlin auch nicht viele. Seine wohnt im Bezirk Charlottenburg oder so. Fun Fact am Rande, meine Mutti isst tatsächlich Schnecken und Muscheln und Krabben. Sogar Froschschenkel, kein Scheiß. Das ist sie ganz gerne mal auf dem ehemaligen deutsch-französischen Volksfest, was wir hier ab und zu in Berlin hatten. Da war sie ab und zu mal gewesen früher und da hat sie sich jedes Mal Schneckchen und Froschschenkelchen und naja. Alle, was drumherum gehört. Ich meine, versteht mich nicht falsch, wenn meine Mutti sich zum Beispiel ein paar Krabben oder Schrimps oder Meereskrabbelkram da, sag ich mal, in der Pfanne schmeißt und dazu eine schöne Kräutersoße, Kräuterbuttersoße macht. Hey. Dann läuft bei uns was haben wir zusammen, aber nicht wegen den Meereskrabbel, sondern in der Pfanne schmeißt, einfach nur wegen den Kräuter, wegen den Knoblauchkram, weil ich liebe Knoblauch über alles. Kriegen ihn noch von. Und deswegen halt, ne? Nur übers Terminal. Vorhin Leute, die ganzen Meere leer futtern, leben auch extrem teuer, weil wenn ihr euch mal so ein Pizza-Pub-Flema aufschlägt, sind alle Pizzen gleich teuer oder haben ungefähr den gleichen Preis. Außer die Pizza Frutti di Mare, Alter. Da schießt der Preis hoch bis zum geht immer, kostet die Pizza fast 9 Euro, Alter. Um gut mehr gegen Meereskrabbelfischzeug esse. Und man kann mir sagen, was man will. Ich habe da schon öfter Diskussionen gehabt, Leute, die Tatsache Krabben und Scampis und weiß ich was alles so Kram essen. Wenn mal gesagt, warum isst du das nicht? Ist es Fisch? Fisch? Dann ist für mich eine Kakerlake. Das Ding hat Fühler, einen Chitinpanzer und Augen wie ein Scheißkäfer. Das ist für mich nichts weiter als ein Käfer mit Kiem. Das ist für mich ein Krabbel. Das ist für mich ein Riesenkakerlake. Und dann stopfst du dir schön im Mund drin. Geil. Aber es schmeckt nach Fisch. Ja, Dann würde ich fast schon meinen Riechmann an der gebrauchten Unterricht deiner Freundin, die sich schon 5 Wochen nicht gewaschen hat. Da riecht auch nach Fisch. Ist aber auch kein Fisch. Wie dem auch sei, lange Rede, kurzer Sinn, für mich ist und bleibt das ganze Meeresgekrabbel ein Meeresgekrabbel und für mich Insekten mit Kiem. Und da wird mich auch niemand überzeugen können für. Oh nein, Teddy! Was haben sie angetan, Teddy? Ich helfe dir! Mein Gott, hast du das gesehen, haben verloren, was sie mit Teddy angerichtet haben? Nur am Stream, der Junge. Nur am Stream? War letztes Mal einfach 4 Tagen. Und wunderschönen guten Abend, Kertix. Ja, ich weiß, 4 Tage kein Stream ist schon echt bitter. Vielleicht müsste ich den Rekord erhöhen und mal 3 Monate nicht streamen. Oder generell mal ein halbes Jahr Pause machen. Suizid Teddy. Lief echt ein beschissener Film, was? Da läuft immer noch ein Film.
Ich will gar nicht so viel Krach machen, wenn ich weiß, dass da irgendwelche Typen da immer sind. An dem Wochenende, wo ich was machen wollte, bist du auch nicht gekommen. Kann ich dazu nur sagen, aber das klären wir mal offline. Läuft denn auf den Drecksfilm? Ist das ein Western-Schinken? Ah, das ist ja kein Film, das sind Stammbilder. Das ist ein Opening. Überlegt mal, da läuft sich ja schon 200 Jahre. Wie soll das gehen? Der Band, was sich da dreht, da drin in dem Projektor, muss schon so ausgelöscht sein. Ja, ich weiß, wie das ist, Kyotix. Ich weiß ja, wie das ist. Du kennst meine Arbeit, Kyotix. Und der Winter steht vor der Tür. Ich glaube, du weißt, was ich damit meine. Was meinst du, was mit mir die nächsten Monate abgehen wird? Da wollte ich ganz kurz mal, wenn ich das Thema so mal kurz anschneide. Oh oh. Ja, ich gerade sagen wollte, genau. Und zwar ich bin ja quasi im Gebäudemanagement tätig. Das klingt viel heftiger, als es in Wahrheit ist. Und ich habe auf gut Deutsch, kann ich sagen, auf Arbeit quasi Winterdienst. Es kann sein, dass ich ab dem 1. November nicht mehr allzu regelmäßig streame. Da ist ganz wichtig, ihr könnt mir über Discord in unseren Channel folgen, DEF, damit ihr nichts verpasst, weil da werde ich auf alle Fälle einen Post drin hauen. Weil es kann sein, dass ich teilweise nachts um 2, 3 Uhr einen Anruf kriege und gesagt wird, ey komm, Winterdienst. Und da bin ich aber bis 15, 16 Uhr beschäftigt. Dann habe ich 12, 13 Stunden geackert und bin ja platt. Und ob ich dennoch von 19 Uhr bis 22 Uhr streamen kann, weiß ich nicht. Deswegen kann sein, dass da etwas Unregelmäßigkeiten auftauchen. Naja, es wird eine richtig schöne Zeit. Diabo. Man kann mich ja nicht deabonnieren, wenn ich gar kein Abo habe. Irgendwie verspüre ich den seltenen Drang, mal ganz kurz Hallo zu sagen. Burn, baby, burn. It's on fire. Burn, baby, burn. Oh yeah. Das war mir mein Freund. Komm mal ran, Bursche. Ihr alle sollt kommen. Ihr Humpelisen. Und ich dachte, das ist eine Herausforderung.
immer ins Gesicht. Hey, Laufe, das ist echt bitter, was du mit dem machst. Treff ihn doch. Ach, ich erlöse ihn. Mann, Longfellow. Ich habe dir bereits gesagt, Bruder, wir sollen nicht die ganzen Ghoulie bis zum Tode quälen und darüber hinaus. Einfach ein sauberer, glatter Kopfschuss und ist hier Ruhe. So. Ich kann nicht abonnieren. Ich habe gar keinen Affiliate drin. Man kann mich gar nicht abonnieren. Das wär's. Du kannst mir bei YouTube die Abo knallen, ne? Stimmt. Ja. Schaut mir mal um. Jetzt überlesen, no, was? Das gibt mir einen Schalter, das lass uns weiter arbeiten. D-Abo, ich kann nicht abonnieren. Genau, D-Abo, im geilsten XDF. Was ist so hart mit dem Flammenfall? Er hat's überlesen, was hab ich überlesen? Ach so, im Geiste. Im Geiste abonnieren, ja. Die Gedanken sind ja bekanntlich frei, ne? Und da habe ich auch mal drüber nachgedacht. Ich habe mal lange drüber nachgedacht. Und vielleicht werde ich Ende diesen Jahres Tatsache einen Sub-Button einbauen in meinem Channel. Und es vielleicht mal wagen. Dass man mich abonnieren kann. Nur, ich werde mir zum Ende des Jahres noch Gedanken drüber machen, was ich den Leuten anbieten kann. Weil, ich habe keine eigenen Motive und keine eigenen Bilder. Nur muss da ein bisschen kreativer werden, denn ich bin unkreativ as fuck. Und statt ich hier sitze und Blödsinn laber mit euch und hier zocke, muss ich auch den Leuten was bieten, wenn ich ein Abonnement anbiete. Und da überlege ich mir noch was bis zum Ende des Jahres. Aber es ist nicht mehr allzu weit in die Ferne gerückt, mental Tatsache, meine Fail-Button einzuschalten, um dann ein kleiner Twitch-Partner zu werden. Nein, werde ich nicht, Hawk. Ich werde den Chat auch deaktivieren für alle, die mich nicht abonniert haben. Da habe ich abgehoben wie Montana Black. Nein, Spaß. Ja, danke, Kyotex, für die Spende, 5 Euro. Darauf eine Spende, dankeschön. Natürlich, werde ich den Chat weiterlaufen lassen, natürlich werde ich auch jeden Stammi mögen, der mich nicht, sag ich mal, unterstützen kann oder will oder was. Ich mache den ganzen Mister kostenlos, wie gesagt. Das ist aber einfach nur dafür, um etwas mehr Reichweite zu generieren. Klingt assi, ich habe mal gesagt, ich will keine Reichweite, Riesenreichweite haben. Aber ich würde schon gerne im Chat ein bisschen mehr Lauf drin haben wollen. Ich meine, klar, ihr seid alle klasse Stammis, seid immer da, keine Frage. Aber ich will auch mal, wenn einer von euch mal nicht da ist, trotzdem noch eine Unterhaltung haben, sag ich mal. Und noch nicht unterhalten und ja. Es war in den letzten Wochen echt eher seltener der Fall. Ich habe ja schon bekommen, was mit mir im Channel abging. Es ist ja nicht mehr feierlich. 132 Follower und all den ganzen Kram. Aber man könnte das eventuell ein bisschen steigern. Und ich will mich auch steigern. Das heißt, rumsitzen, zocken, labern kann jeder. Aber ich will effektiver unterhalten. Und dazu zählt mehr als nur das, was ich jetzt gerade tue. Und irgendwie bin ich mit dem Content, den ich mache, irgendwo ab einer bestimmten Etappe stehen geblieben. Ich habe mich gesteigert technisch, mein Hintergrund sieht klasse aus, mein Rechner ist stärker geworden, ich bin offener geworden, mein Mikrofon ist gut, mein Headset ist gut, mein ganzes Equipment ist Baba, wie die Türken sagen würden, oder die ganzen coolen Kiddies heutzutage, ne? Also wie gesagt, es läuft wirklich gut. Aber ich bin an einem Punkt,
von dem Level, sag ich mal, stehen geblieben und komme darüber nicht hinaus. Und das will ich versuchen zu ändern. Und das kann ich im ersten Linie mit meinem Twitch-Channel und den Leuten etwas bieten außerhalb meiner Streams. Sprich, vielleicht ein kleines Spiel einbauen in mein, mit einem Bot oder so. Eventuell, keine Ahnung. Irgendwas. Nicht Fame, geil. Ich will einfach nur besser werden. Ich will einfach besser werden, weißt du, ich meine? Einfach mal, ich will über mich selber hinauswachsen. Weil ich denke mal, auf langer Hinsicht gesehen, da halte ich damit niemand lange, was ich hier tue. Und ich will jetzt auch nicht in eine Twitch-Karriere einsteigen, aber ich will... Ich bin derzeit, was ich hier bei Twitch tue, ein Schulnotensystem befriedigend, auf gut Deutsch. Und ich will auf eine 2 hochkommen. Kannst du wie so ein Streber vielleicht in der Schule, der sein Lieblingsfach eine 3 bekommen hat, obwohl er im Lieblingsfach eigentlich eine 1 haben könnte. Und ich will für mich selber persönlich meine eigene Note 2 haben. Wisst ihr, ich meine? Fame, geil bist du. Oh ja. Und da will ich mir ein paar Sachen überlegen. Und vielleicht mal ein anderes Format. Das Problem ist aber, welches Format? Ich will nicht wie der zweite x-beliebige Typ hier Reactions-Video machen oder keine Ahnung. Ich will mein eigenes Ding machen. Ich will irgendwas machen, was noch kein anderer gemacht hat. Im Stream. Aber was? Bin belustigt. Ach, bin ich lustig. Achso. Nein, ich bin einfach nur schlicht und ergreifend faul, was Kreativität angeht. Kreativität, die ich im Stream einbringen könnte. Ich bin ein unkreativer Penner. Und ich, ja. In Sachen Stream nicht. Mein Stream läuft perfekt. Ich bin regelmäßig online, habe eine Menge ausgegeben. Und ich tue es best, mit Leuten zu unterhalten. Versuche immer viel Gespräch darauf einzubinden. Also versuche wirklich mein Möglichstes, um jeden zufriedenzustellen, sag ich mal, und mich selbst zufriedenzustellen. Naja, ein Bot wäre schon langsam nicht verkehrt. Naja. Da ist noch 4 Limits nach oben. Also 4 Stuff nach oben. Und ich will irgendwas machen, was kein anderer bisher gemacht hat, aber mir fällt einfach nicht ein, was. Und ich will nicht das machen, was jeder andere auf Twitch macht. Ich will was Eigenes machen, etwas Eigenes kreieren, einen eigenen Content. Wisst ihr, wie ich meine? Ich will weiterhin Videospiele spielen und ich will weiterhin mich über Videospiele unterhalten und ich möchte mich trotzdem über Privatsachen, also teilweise private Sachen, mit euch unterhalten und einfach offen sein zu euch, weil nach wie vor, das wird sich nicht ändern, aber ich will dazu noch irgendwas machen, außer nur zocken. Wisst ihr, ich meine, andere fahren während sie streamen in einem Traktor durch die Botanik und spielen Real-Life-Landwirtschaftssimulator auf ihrem eigenen Grundstück. Andere malen Bilder. Andere bauen sich ihr Wohnzimmer zurecht, während sie ihre Kamera anhaben und unterhalten Leute damit, mit Handwerker-Tipps und irgendwie sowas. Bei Twitch gibt's keine Grenze. Und ich will auch irgendwie sowas machen. Das Ding ist aber, ich bin weder handwerklich begabt, noch künstlerisch begabt, noch kreativ. Ich bin einfach ich. Ich sitze nur da und zocke. Aber irgendwie steht mich das selber an, aber ich weiß einfach nicht, wie ich mich in dem Punkt selber steigern kann, weil ich mich wahrscheinlich selber gar nicht kenne, was ich drauf haben könnte. Was nicht heißt, dass ich in meinem Leben gerade eine Midlife-Crisis habe, eine Selbstfindungsphase, das auf keinen Fall. Aber ich will einfach über mich hinauswachsen. Denn ich denke mal, ich biete Luft nach oben. Ja, andere streamen auf Porn ab und holen sich dahin runter, ja. Das ist halt so. Aber ich denke mal, vom Grundprinzip versteht ihr, was ich meine.
No, ich wechsle die Plattform mal was ganz Besonderes. Ich werde Streamer auf Pornhub. Und zockt dann da halbnackt Fallout. Nein. Alles für den Fame. Das ist eine Delle. Naja. Wo bin ich denn jetzt hier gelandet? Mitten auf einer einsamen Insel. Mensch, Hawk, das ist echt glücklich, dass du dann einschalten würdest. Meine Herren. Dass man sowas sehen würde wollen. Briefkastengesicht, Junge. X-Hamster, er haut hier erstmal die sämtliche Lobby an. Also die sämtliche Porno-Lobby raus. Jetzt müsste doch so ein Kommentar kommen. Ja, warte, ich bin solo. Pff, wo soll ich sonst unterwegs sein? Bei Knuddels? Mir zu billig. Das ganze Gerümpel rum. Gut, ich müsste die Klappe halten. Ich war über Jahre lang, als ich solo war, bei LaVou und Tinder online, also. Ja, gebe ich offen und ehrlich zu, ich habe so eine Plattform auch genutzt und mal geguckt, ne? Zumal ich zugeben muss, ich finde den Kerngedanken so einer Plattform vom Grundaspekt gar nicht so verkehrt. Tinder eher weniger, Tinder ist mir wirklich zu billig, aber auch eher wegen der Community, weniger wegen der App selber. Oh Gott, gehört X-Hamster, weil der für mich eine besondere Bedeutung bekommen war. Ja, aber ich muss sagen, ich finde so eine Dating-Plattform oder so eine Kennenlern-Apps, wie ich es eigentlich auch lieber nennen wollen würde, gar nicht so verkehrt. Tinder eher weniger, aber wer wegen der Community, weil die ist wirklich ziemlich billig. Selber auch schon erlebt. Ja, wirklich, wa? Aber ich muss sagen, LaVou ist für Leute, die, sage ich mal, Probleme haben, Mädchen anzusprechen oder generell Probleme haben, in Kontakt mit anderen Menschen zu treten. Ganz interessant. Weil, wenn du nicht die passenden Worte findest, durch den Chatverlauf, also, es ist anders, als wenn du mit einer Person schreibst, als wenn du mit ihr reden musst. Keiner von euch, oder was ist keiner von euch, also es gibt wirklich sehr wenig Kerle, die, sag ich mal, Mädels auf einer Straße ansprechen würden oder irgendwo ansprechen würden, auf ein Date treffen oder sonst irgendwas. Das ist bei LaVou etwas leichter. Das ist etwas leichter, das ist wesentlich einfacher, weil du einer von 1000 bist und wenn du einen Korb von der Person kriegst, siehst, die schreibst du nie wieder, die ist vollkommen wurscht. Andererseits, also einen Korb akzeptierst du da einfacher als bei
als im Real Life. Ne? Also. Ja. Klar, ich hätte. Ich meine, du schreibst ein Mädel bei LaVou an, entweder kommt eine Antwort, aus kommt keine Antwort. Und zerbrichst du mich daran, wenn sie nicht antwortet. Weil nicht schreibt. So. Dann schreibst du die nächste an, die dich interessiert. Es war. Das Einzige, was ich ein bisschen nachteilig finde bei so einem Flirt-Apps, ist einfach mal diese Oberflächlichkeit. Das Ding ist nämlich, eine Person kann aussehen wie ein Teller bunte Knete, kann aber einen bildhübschen, tollen Charakter haben. Das siehst du bei der App nicht. Du swipest nur links, rechts, links, rechts, links, rechts. So. Und da können so manche bildhübsche Frauen echt weggeswiped werden, bloß weil sie optisch nicht zusagt. Vielleicht war sie ein bisschen dicker oder hat eine andere Augenfarbe, die nicht zusagt, oder etwas dunkle Haut, etwas zu helle Haut. Das ist dieses Oberflächliche, was ich in dem Punkt echt ein bisschen dämlich finde. Aber um erstmal einen Kontakt zu knüpfen, ist sie gar nicht so schlecht, sag ich mal. Na, kann man machen, Felix, kann man machen. Ich war, jetzt kommt dieses, so ein alte Männer-Laber, aber ich war früher auch so, hat sich bei mir mal mit der Zeit gelegt. Grund dafür, wie es sich gelegt haben könnte, liegt einfach daran, ich habe einen Beruf bekommen, der mich mehr oder minder, sag ich mal, dazu zwingt, Kontakt mit Menschen aufzunehmen. Also ich war auch ein Mensch gewesen, der sah in sich gekehrt war, wollte mit niemandem Fremden gehen, Anrufe bei Ämtern oder Anrufe bei irgendwelchen Versicherungen, Instituten oder whatever. War mir unangenehm, sind sie mir heute noch, aber ich akzeptiere, ich kann jetzt mittlerweile leichter bei sowas anrufen als früher. Eher sterbe ich, als dass ich aufhöre. Wie gesagt, durch meinen Job ist es bei mir nicht zwingend notwendig, sage ich mal, unbedingt in Kontakt mit Leuten zu treten, aber hin und wieder schon. Und da darf ich nicht das Maul halten, da muss ich immer das Maul aufmachen. Und da habe ich über die 9 Jahre, die ich in meinem Betrieb bin, gelernt gehabt, damit einigermaßen klar zu kommen und somit offener zu Menschen zu sein. Das Ding ist aber auch, ist ein bisschen widersprüchlich. Ich bin immer noch ein relativ introvertierter Mensch, bin aber bei Twitch und YouTube sehr präsent, weil ich euch nicht sehe. Das ist das Komische. Beispiel, letztens hatte ich hier 12, 13, nee Quatsch, ich hatte letztens sogar 16 Zuschauer bei Twitch gehabt, ich glaube, Hawk, du warst auch bei gewesen. Und da habe ich mal mit einem guten Kumpel, nee, Quatsch, da habe ich mit Yari, also meiner Freundin, die ab und zu im Stream mit dabei ist, also meine feste Freundin, mal drüber gesprochen habe, ey, ich hatte 16 Zuschauer gehabt, ne? Da hat sie mich mal gefragt gehabt, so klingt total lächerlich, aber meiner Größenordnung ist es verdammt viel. Und da hat sie mich mal gefragt gehabt, so, hast du eigentlich ein bisschen Lampenfieber gehabt? Ich so, nö. Eigentlich nicht. Ich habe wieder mal viel bisher. Von mir, es könnten auch 100 bis 1000 Zuschauer, 10.000 Zuschauer reinkommen im Stream. Ich würde sitzen sein wie sonst auch. Ich würde mich mega mäßig freuen und würde ihnen sagen, hey, willkommen in unserer Community. Wer ein Follow da lässt, kann gerne ein Follow da lassen, weil ich so meine Wege verpasse in Zukunft. Mein Standardleitsatz, wie ich ihn immer bringe. Aber ich wäre sonst so, wie ich immer bin. Lampenfieber habe ich nicht, weil ich Leute nicht sehe. Ich hätte eher ein Problem, wenn ich in eine Halle reinkommen würde, wie andere Riesen-YouTuber oder Streamer, und die vor 10.000 Menschen dastehen. Dann würde ich Lampenfieber haben und würde wahrscheinlich stottern und voll nervös werden. Aber im Stream, ich sehe bloß, was ihr da schreibt, wie in einem Chatroom. Ihr seid lebhaft die richtige Person, aber irgendwie kann ich das mental ausblenden. Das ist wie mit LaVou. Wie gesagt, ich kann mit Mädels schreiben, aber ich kann sie nicht ansprechen. Irgendwann kann ich sie ansprechen, wenn man so viel geschrieben hat, dass man ein Vertrauensverhältnis aufgebaut hat, so ein bisschen, übers Schreiben. Und dann kann ich mit ihr auch mal telefonieren und dann kann man sich mal treffen und mit ihr vernünftig reden. Aber auch nur über diese mehreren Steps kann ich das. Das ist ganz komisch. Naja, das ist Internet-Talk. Da kannst du theoretisch eh sein, wer du willst. Du kannst auch eine Schauspielerrolle auflegen, kannst ehrlich sein, du kannst den übelsten Spacko abgeben hier. Du kannst hier sein, wer du willst im Internet, ne? Nicht bei mir in meiner Plattform, aber überall anders. Ich habe von mir schon sowieso nichts zu erwarten, aber die Leute, die bei mir in meinen Kanal reingucken und mich beobachten, wie ich zocke mit euch mir labern wollen, da warte ich einfach mal Ehrlichkeit. Das finde ich am besten. Wenn man wirklich so ist, wie man ist, weil das bin ich ja selber auch.
Weil, klar, kann ich keinen nachvollziehen. Ich habe keine Kamera 24/7 um mich rum, die beweist, ob ich wirklich so bin, wie ich bin. Aber wenn ich euch sage, ich bin, wie ich bin, dann ist das wirklich die Wahrheit. Und, Tölix kann es bestätigen. Ich bin im Stream 1:1 so die Person, die er mich auch privat kennt. Ja. Und ich würde es halt toll finden, wenn die Leute das bei mir genauso machen. Die bei mir reinschauen. Wenn ich niedergeschlagen bin, muntert mich ein kleiner Handel wieder auf. Handeln wir. Sehr gerne. Oh, der 688 Kronkorken. Anscheinend bist du sie niedergeschlagen. Warte mal, wo ist denn hier, du hier? Was? Wenn wir eine Pause machen, könnten wir uns doch auch einen Drink genehmigen, oder? Jetzt haben wir mal eine Menge gelabert heute, wa? Mann. Brooks. Wie kann der Köderladen dir helfen? Handeln wir. Na dann mal los. Handeln wir. Das Ziel für 10 Sekunden vergiftet. Flammenwerfer vergiftet. Vergiftete Flammen. Klingt, was die Jo-Karte war. Ich öffne vergiftete Flammen. Pff. Und aktiviere eine Fallenkarte. Das ist gelogen, Hawk. Du hast ja nie gesagt, wie alt du bist. Doch, hast du. Puh, damn it. Ja, mit 60 Jahren, mit 65-jährigen alten Pädophilen ist es schon schwierig, langsam einen Satz zu bilden. Ich würde sagen, wir gehen mal kurz nach Sanctuary, um ein bisschen Stuff abzuladen. Ich bin wieder total überladen mit Schrott. Das wird mal so die letzte Abladescheiße sein. Ich bin ein Berliner, Alter. Oh, ich bin ein Pastor. Hey, Zah! Wunderschönen guten Abend! Willkommen zurück in unserer Gemeinde! Nächstes WE bin ich bei meinem Girlie und übernächstes Wochenende bin ich wieder zu Hause. Vermutlich. Aufgepasst. Ich nehme dir gern sämtlichen Schnaps ab, aber keine Garantie, dass du ihn wiederbekommst. Pff, den ist es leer wieder, so wie Pfandflaschen, weißt du? Dolle Penner. Ja, erzähl mal, wie geht's dir? Wie läuft der neue Rechner? Nicht Pastor, du müsstest Pasteur sagen. Pasteur klingt noch viel französisch. Le Pasteur. Pfandsammlung los. Die Pfandsammlung, Alter. Gesammelt kann man sammeln kann man alles, ne? Auf Hand. Aber wenn hier im Stream online öffentlich rimpaust, du bist ein Pfandflaschensammler, würde man fast denken, du rennst jetzt jeden Morgen los, Alter, und klaust die ganzen Pfandflaschen aus den Mülltonnen in den Bahnhöfen. Ist ja nicht der Fall, ich weiß, was du meinst, aber andere, die ich nicht kenne, könnten das denken. lustig, dass du es ansprichst, Zah. Ich habe jetzt dieses Wochenende von
den guten Craig, den kennt ihr auch alle, der ist ja auch in meinem Chat mit drin, einmal ein Craig, privat eine Nachricht bekommen gehabt mit zwei Bildern von zwei süßen Kätzchen, die 10 Wochen alt sind und die suchen ganz dringend ein Zuhause. Daraufhin hat er mich gefragt gehabt, wärst du bereit für was Neues oder eher nicht, da es ja doch relativ früh ist, die beide bräuchten ein Zuhause. Wie sieht's aus? Ich mir gehadert gehabt, den überlegt gehabt und ich habe bis zum Beschluss gekommen, noch nicht. Noch nicht. Es kommt ein Haustier definitiv. Ich schätze mal entweder nächstes oder übernächstes Jahr. Aber erstmal nicht. Wie gesagt, Lady wollte ich ja eigentlich auch nicht haben und Lady habe ich ja auch nur genommen gehabt, weil sie sich mich aussucht und ich nicht sie. Deswegen, ja, ne. Prickel mir den Bauch in der Bell. Das können wir gerne machen, Codex. Ich habe mir gedacht gehabt, dass wir vielleicht Mittwoch eine kleine CSGO-Runde machen. Also diesen Mittwoch. Was hältst du denn davon? Ich habe gesagt, diese Woche können wir mal CSGO machen und ich dachte mir auf den Mittwoch. Ich wollte es nicht direkt auf den Montag machen, weil Montag ist doof. Da habe ich 4 Tage Streampause gemacht und da will ich Leute nicht mit CSGO belästigen. Deswegen, Hunde! Das kommt auch nochmal hinzu. Also wenn ich, sag ich mal, so junge Katzen haben wollen würde, müsste ich schon mindestens 3 Wochen Urlaub haben, damit sie sich in meiner Umgebung und an mich auch gewöhnen können. Und danach würde ich mir auch mal zutrauen, 8 Stunden außer Haus zu sein. Ne? Klar, wenn sie zwar immer noch auf gut Deutsch Kacke im Kopf haben, aber halt anders, ne? Ich müsste ja schon mindestens 3 Wochen Urlaub haben, damit ich wirklich in den 3 Wochen zu Hause bin und mich um diese Kätzchen kümmern kann. Und wie gesagt, ich glaube, 10 Wochen wäre, glaube ich, auch zu früh von der Mutti zu trennen. Ich glaube, 12, 13 Wochen kann, muss man sie bei der Mutti lassen und danach kann man sie trennen. Das ist, glaube ich, so mein Wissensstand bei Miezekätzchen. Wer hatte hier eine Atombombe? Boah, der bringt mich um! Ich muss hier weg! Ich kann gleich auf den Chat gucken, Leute. Ich muss mal ganz kurz das Problem hier lösen. Er hebt ab! So eine Flinte. Schnell durch, schnell durch, schnell durch. Keine Granaten mehr? Verdammt mich! Ah! Und tschüss. Boah. Zumal ich war schon in Sanctuary gewesen und ich hätte erstmal schön und schwamm meine Rüstung reparieren können. Nein, ich renne hier los und lasse mir meine beiden Rüstungsteile wegballern. Heißt, ich darf gleich nochmal zurück. Schön.
mein Zeug. So, jetzt kann ich den Chat mal lesen. Dann planen wir unseren Urlaub so, dass immer während der ersten Woche da ist. Wäre zumindest da zum Unterstützen. Unterstützen für was? Okay, nice. Da müssen wir auf alle Fälle nochmal in unseren Chat bei DF nochmal reinschreiben. Kritix, wie das nochmal abläuft denn. Meine Freundin will sich einen Hamster holen. Es gibt gerade einen frischen Wurf beim Züchter. Ein Hamster? Ich habe zum Thema Nagetiere oder generell Kleintiere immer so eine bestimmte Meinung gehabt. Und ich bin da schon mal in einem Fettnäpfchen getreten. In einem Stream. Ist gar nicht so lange her. Deswegen äußere ich mich mal lieber nicht dazu. Ich hab da so meine Meinung. Ach, schnell, okay. Und statt speichern lade ich einfach neu. Achso, mit Katzen meinst du? Das wäre eine Idee. Das wäre eine Idee, ja. Eigentlich schon, ne? Ja, Loot macht eben so viel Spaß, machen wir es eben nochmal, ne? So, absolut nach Sanctuary. Kurz mal eine Markierung platzieren, dass wir hier zuletzt waren. Und nochmal zurück nach Sanctuary, die Beine reparieren. Hä? Da ist noch einer. Na, was ist denn da los? Aber ich finde das Gewehr mega, ne? Was ich hier hab. Sie will es kaufen für die Like. Gut, dann würde ich sagen, ab nach Sanctuary Beine reparieren. Ja, gut. Na, das Ding ist halt, was kann ich zu Hamstern, Hasen, Meerschweinchen, Chinchilla etc. dazu sagen? Es sind für mich Beobachtungstiere, es sind für mich Tiere, mit denen du keinerlei großen Interaktionen durchführen kannst. Und man sah, ich habe schon öfter mal gehört, hey, der Hase, den ich hatte, war wie ein Hund und der hat mich verfolgt und mit ihm gespielt und mit seinem Ball gespielt. Kann alles gut möglich sein, trotzdem finde ich Hasen persönlich, meiner Meinung, stinkt langweilig. Stinkt langweilig. Und ich weiß nicht, auf dieser Meinung echt viele auf den Schlips trete, aber es ist halt so. Das ist meine Meinung dazu und ich kann mit den Tieren halt nicht viel anfangen, so, ne? Und vor allem Hamster leben nicht allzu lange, wie jeden klein bisschen Stress, den sie haben könnten. Und wenn du einen Stall sauber machst, musst du Angst haben, dass sie sterben, weil sie so ein kleines Herz haben. Und immer schon nah am Herzinfarkt sind, seit Geburt an und... Oh. Ich meine, verstehe mich nicht falsch, die Tiere sind mega niedlich. Sie sind wirklich niedlich. Und mal zum Angucken und... Oh. Aber so niedlich, du kannst ja nicht mal kuscheln. Also... Wenn es einen XXL-Hamster geben würde, der so groß wie ein Hund ist. Boah, der wäre geil. Der wäre Hammer. Aber so... Ja... Gut, wenn man ehrlich auf Katzen ist... Vielleicht ein Hündchen. Aber wenn man generell ehrlich auf wenn man generell eine Tierallergie hat bei großen Tieren, gibt's ja, was kannst du da machen? Ist halt ein Hamster. Verstehe ich irgendwo auch, ne?
Das Einzige, was ich mir holen würde als Kleintier, so eine Wüstenrennmaus. Den langen, langen Pinselschwanz, weißt du, diese kleinen, oder diese Springmäuse, die finde ich ja niedlich, ne, aber... Die springen da auch nur um seinem Terrarium und her. Auf Dauer sind die auch langweilig, weißt du, was ich meine? Terrarium, oder ist das, wie nennt man sowas eigentlich? Ist das wirklich ein Terrarium direkt? Denke ich schon mal. Ich habe ein paar Minuten, um mir dein Angebot anzunehmen. Hier, bitte. Eine Wasserratte. Ja, dann kannst du dreimal raten, wie ich die Wasserratte nennen würde. Nämlich Splinter. Das wäre cool. Eine Ratte kaufen und ihren Splinter nennen. Ohne Scheiß. Mit Ratten? Das klingt jetzt total dämlich. Ich würde mir auch eher eine Ratte kaufen, statt einen Hase, Meerschweinchen oder Hamster. Ich würde mir tatsächlich eine Hausratte kaufen. Tatsache. Die kannst du wirklich so ein bisschen machen. Die krabbeln auch mal einen Käfigwand entlang und so. Die spielen auch, weißt du, die sind ein bisschen aktiver und ein bisschen, ja, wie soll ich sagen. Die sind halt präsent im Haushalt, so, ne. Wesentlich präsenter als ein Hamster. Vor allem, wenn Hamster so groß wie ein Hund ist, wie groß müssen seine Zähne sein? Pinky und der Brain. Genau, so zwei Laborratten. Kann man sich ja holen. Man kann sich ja tatsächlich Laborratten kaufen, kostenlos, ne? Ohne Gewährleistung, dass es denen gut geht oder so. Aber kann man holen. So. Zack. Ja, ich denke mal, wir werden Fahrhaber heute nicht mehr schaffen in der nächsten halben Stunde. Mit der Kundennummer dran. Aber ich denke mal, wir werden es schaffen, morgen mit Fahrhaber fertig zu sein. Wir sind ja schon ziemlich weit unten. Jetzt laufen wir noch hier runter, gucken hier noch alles ab, so. Da könnten noch ein paar Stellen sein, hier könnte auch noch ein bisschen was sein, dann sind wir fertig, würde ich meinen. Also ich denke mal, morgen sind wir mit Fahrhaber fertig. Und dann können wir auch, ja. Zu Automatron. Ab morgen. Nur brauchen der Mann keine Manieren. Das ist eine Sucht, Junge. Da muss ich nachgehen. Was soll ich machen? Wir gerade von Hasen gesprochen haben. Jetzt ist hier nichts weiter außer da. Waddle, haddle, doodle, da. Ist ja auch eine Sucht. Hab man nie behauptet, dass Rauchen irgendwie keine Sucht ist. Definitiv ist es eine Sucht. Ich bin ein Junkie an Nikotin. Ein Drogenabhängiger. Du machst die Schritte. Ich muss schon mal, der mir rennt.
Ein Steinbruch. Das war so mein anderer, es war so mein erster Gedanke gewesen, als ich angefangen habe zu streamen, dass ich das gerade erwähnt habe, mit Rauchen. Mein erster Gedanke war, ich habe ja früher... Oh! What the fuck? Alter. Mein letzter Gedanke war ja gewesen, wenn du jetzt anfängst zu streamen und von YouTube weggehst, mehr oder weniger weggehst, wie machst du mit dem Rauchen? Weil eigentlich ist es ja assi. Und die zweite Frage ist bei Twitch ob legal und erlaubt. Nee, Hippie. Jedenfalls Ende vom Lied, ich bin zu dem Grund gekommen, es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder rauche ich während des Streams. Oder ich mache alle halbe Stunde Pause, eine Raucherpause und mache halt kurz auf Werbung um im Stream. Da das aber den Streamfluss erheblich, sag ich mal, meine Pipi-Pause okay. Aber es würde den Streamfluss, sag ich mal, erheblich ausbremsen. Und das wäre doof. Und da ja wirklich eine Menge rauche. Jetzt kann man sagen, ja, reiß ich einfach mal für die nächsten 2-3 Stunden noch zusammen und rauche einfach nicht. Kann ich, aber dann werde ich hibbelig und unruhig. Dein Serious, Alter? Das war easy. Ja, wie gesagt, ja, das wäre doof für die Zuschauer. Und dann sage ich mir, müssen sie einfach ertragen, aber wer es halt nicht mag, der schaut halt weg. Ich weiß, dass andere größere Streamer das ja auch machen. Die schalten dann Werbung und bekommen auch Geld dafür. Würde ich aber nicht machen. Ich würde höchstens, wenn ich eine Pinkelpause oder mal kurz Kackerpause machen würde, Werbung schalten. Weil ob ich ob jetzt AFK mein Hintergrund seht, ob ich mal kurz Werbung schalte und damit noch ein bisschen Geld nebenbei bekomme, das würde ich eher dann machen. Aber eher weniger, um Geld zu kassieren, sondern eher Tatsache dafür. Wenn es dann nebenbei noch ein bisschen Geld gibt, warum denn nicht? Wenn ich die Größe hätte. Aber ansonsten so... Hätte ich ja kein Interesse dran. Aber ich würde es nicht für eine Raucherpause machen, ganz ehrlich. Dafür rauche ich zu voll. Ja. Für mich gibt es keinen Müll. Man kann alles verwenden. Ha! Du bist doch so ein Müllsammler. Schau sich einer diesen Sau auf an. Zumindest sie fliegt aus Montana Black. Gepflegter als Montana Black, das kann man jetzt so oder so sehen. Also ich schaue ja gerne mal Montana Black, muss ich zugeben. Auch wenn er sich jetzt ein riesen Ding erlaubt hat, da würde ich jetzt aber nicht weiter eingehen.
Ich bin ja der Meinung wie anderen, das war No-Go und einfach mal die 33 Tage Bann jetzt bekommen wert, keine Frage. Aber ich schaue noch mal ganz gerne. Und ich muss zugeben, Montana Black hat mich von seiner Art und Weise auch mal inspiriert zu streamen. Weil er einfach mal so ist, wie er ist. Man kann jetzt von ihm halten, was man will. Aber er ist nun mal so, wie er ist und er verstellt sich nicht. Und das will ich auch nicht sein. Das hat mich so ein bisschen inspiriert, das ähnlich zu machen. Ich sehe ihn nicht als Vorbild, um Gottes Willen. Aber es imponiert mich halt, dass er einfach online sein kann, wie er ist. Und das würde ich halt gerne auch so sein wollen. Und das bin ich auch, würde ich meinen. Aber halt auf meiner eigenen Art und Weise. Nicht er, sondern ich bin ich. Ne? Und gepflegt, also was ich bisher gesehen habe, gepflegt läuft er ja auch rum. Den Klamotten, die kann man drüber streiten, teile ich jetzt auch nicht unbedingt mit Gucci rumlaufen und Lacoste, weiß ich was alles. Würde ich auch nie machen. Ich bin Metaller, ich laufe mit so einem Klamotten sowieso nicht rum. Ja, ich glaube, die Raucherstimme hat davon ganz anderen Substanzen bekommen, die er damals genommen hatte. Er hat, soweit ich das beurteilen kann, einen 33 Tage Bann bekommen, weil er in seinem Urlaub auf Malta mit Memo durch die Straßen gezogen ist und da welche Weiber gefilmt hat, hochgeladen hat und dann hat seine typischen Montana Black-Sprüche rausgehauen, sowas wie: Maschallah, da sehe ich mich drin. Oh, Alter, Digga, schau mir mal die an. Digga. Voilà. Weißt du, dieses sich aufgeilen, sag ich mal, auf Straßen, in der Öffentlichkeit, gefilmt mit der dicken, fetten Spiegelreflexkamera und dann: Memo, stell dich mal da vorne, ich tue so, dass ich dich filme, dabei schaue ich die geilen Weiber an, so, oh. Mashallah, ist so, er Montana Black halt, ne? Und hat dann halt das Recht auf Privatsphäre, das Recht auf eigenes Bild getreten, auf gut Deutsch, hat wieder mal oberflächlich sexistisch über Frauen hergezogen, wobei in seinen anderen Streams, wo er auch schon das tat, immer wieder mit davon gesprochen hat, er ist kein Feind von Feminismus und er kämpft auf Feminismus und ist kein Frauenfeind. Ist in dem Punkt widersprüchlich. Er hat sich jetzt gestern dazu öffentlich entschuldigt und auch gemeint gehabt, das, was er getan hat, ist nicht er. Es war auch dumm von ihm und er weiß nicht, warum es so war. Er hat wahrscheinlich nach 3, 4 Jahren Urlaubsnot endlich mal wieder Urlaub haben können und hat dann, sag ich mal, eine Kurzschlussreaktion gemacht gehabt. Er entschuldigt sich dafür und es tut ihm leid und er nimmt den Bann auch so hin, wie es ist. Warum habe ich die Scheiße nicht gezündet gehabt, als die Meierlöckkönigin hier war? Es war ganz lustig. Hier, Sark, den kennt ihr vielleicht auch ab und zu mal. Der ist so bei CSGO mal bei oder ab und zu mal im Chat mit bei. Im Chat eher selten, aber bei CSGO ist er regelmäßig mit bei. Sark-Question, wie sein richtiger Name ist im Gameplay. Und mit dem spiele ich ja gerne mal CSGO und sind so im Clan bei DF drin. Und er ist auch der Clan-Leader. Und der lustigerweise hat auch genau heute geschrieben gehabt bei unserer WhatsApp-Gruppe: Ey, Montana Black hat 33 Tage Bann bekommen. Los, Tanky, hau rein, greif die Zuschauer ab. Da habe ich bloß irgendwie zurückgeschrieben gehabt, also ganz ehrlich. Ich glaube nicht, dass ich Montana Blacks Zielgruppe haben möchte. Ich habe nichts gegen Montana Black. Er ist sympathisch auf seine eigene Art und Weise, weil er irgendwo assi ist und trotzdem cool ist. Aber er erlaubt sich halt gerne mal Dinge, die halt wirklich nicht sein können, einfach dumm waren. Einfach mal No-Go und dumm waren. Aber seine Zielgruppe, die genauso dämlich handelt und so dumm auch ist und ihre Fehler nicht mal einsieht, die ihn sogar noch schützen und meinen, ja. Hat ja keine Frau gesehen, dass er gefilmt wurde, die sollte mal die Fresse halten. Darum geht's doch gar nicht. Das ist Recht auf eigenes freies Bild mit Füßen getreten. Und unabhängig davon, ob die Frauen davon wussten oder nicht. Und das geht einfach mal überhaupt nicht. Ne? Aber seine Community steht voll hinter ihm und ist voll davon überzeugt, ja, er soll weiter so machen wie bisher. Und so eine Community will ich als Zielgruppe nicht haben, ganz ehrlich. Und das scheiße ich auf Millionen von Followern, oder würde ich denn drauf scheißen, sage ich mal, nö. Die kann Monte gern behalten, die Leute will ich gar nicht haben. Weil so oft wie ich die Bandkeule rumspringen müsste, wäre nicht mehr normal.
Da reichen ja 10, 20 Moderatoren, um aufzuräumen. Ja, vollkommen verständlich. Ich kann auch verstehen, dass man ihn nicht mag. Wie gesagt, er hat halt einen sehr speziellen schwarzen Humor in der Assi-Richtung hin. Rülps und Furz vom Mikrofon, also eine Sachen. Und Rülpsen kann man machen, Furzen eher nicht, würde ich sagen. Und dann lese ich ihn leisen. Aber es ist halt Ansichtssache und Geschmackssache. Ich bin ja im Stream auch mal ganz gerne Assi. Aber halt trotzdem noch in dem gesunden Rahmen, sag ich mal. Also sagen wir mal so, ich kenne meine Grenzen wesentlich besser und weiß, was ich eher gehört und was nicht. Ah! Kommst du denn her? Ach, du gehst wieder drauf und sag, Junge. Über Casino-Streams darüber kann man sich streiten. Ich persönlich, wenn es danach geht, müsste man für alles, was Leute machen bei Twitch, was über 18 ist, verbieten. Es gibt ja kein spezifisches Gesetz, was besagt, dass Glücksspiel-Livestream illegal ist. Das wird nur von der Bundesregierung einfach mal so hingestellt, ist aber nicht festgesetzt. Insofern, wenn das so ist, dann müsste man mir auch verbieten, dass ich im Stream rauche. Da müsste man mir auch mal darauf hinweisen, dass der Alkoholkonsum bei Twitch illegal ist. Ist es in Deutschland, Deutschlands Twitch einfach mal nicht. Und deswegen habe ich auch nichts gegen Casino-Streams. Ich bin selber kein Casino-Fan und würde und gebe mein Geld auch lieber anders aus, als ich es zwar zocken. Aber ich sag mal so. Casino-Streams ab 18 und dann ist das Thema erledigt. Und jeder Jugendliche, der sich einen Fake-Account macht, der über 18 ist, das ist halt seine Sache. Bei mir, mein Stream ist auch ab 18. Hier kommt auch kein Jugendlicher rein, sondern er macht einen Fake-Account. Und dann ist mein Bildungsauftrag aber damit erledigt. Ich werde trotzdem so sein, wie ich bin. Spiele ab 18, rede auch Content ab 18, ist mir scheißegal. Und wenn es denn heißt, du hast deinen Bildungsauftrag nicht angenommen, weil du hier redest wie ein Bekloppter und über Sachen redest, die einfach meinen Kindern auch nicht reingehören. Ich biete hier kein Content für Kinder, ich biete hier Content für erwachsene Menschen an. Nein, schon die Zertifizierung dazu lassen, dass das hier ab 18 ist und keiner, der reinkommt mit dem Channel, der unter 18 ist, ist für mich schon Bildungsauftrag genug, was ich getan habe. Der Rest müssen die Eltern darauf achten, ganz ehrlich. Da müssen die Eltern auf die Kinder in den Auge schmeißen, Ecke. Ich bin kein Lehrer und kein Erziehungsberechtigter und kein Pädagoge. Geht mir voll vorbei. Sag ich dem Bubi das. Ja, die gucken alle Casino zu, weil sie einfach mal sich dran aufgeilen, wenn Knossi oder Montana Black oder wie sie alle heißen, sich extrem freuen und die Kamerarin brüllt. Yes, I'm part, yeah! Ah! Weißt du, jetzt weltwackelt hier, wenn ich mich bewege. Und darauf freuen sich die kleinen Kinder und darauf freuen sich Leute halt, ne? Deswegen schalten sie da ein. Mögen die bunten Lichter und es spornt an, selber zu spielen, weil es alles bunt blinkt und die wollen auch so ein buntes Blinken haben und auch so ein Highscore knacken. Aber es gibt das Funfact am Rande, dass die ganzen Leute, die Casino streamen, auch Partner mit diesen Casino-Betreibern sind, die andauernd einen Highscore knacken. Sollte mal jedem zu denken geben, der sich so einen Scheiß reinzieht. Knossi ist mir auch unsympathisch. Knossi ist mir wesentlich unsympathischer als Montana Black, bin ich ehrlich. Weil der Typ ist nichts weiter als,
Möchtegern-Moderator aller neuen Live mittlerweile bei Twitch. Der brüllt rum mit seiner ADHS-Stimme, wenn ich nur einmal kurz einen Knossi-Ausschnitt sehen muss, weil jemand als Clip verlinkt hat irgendwo, muss man gleich Headset so runterschrauben, auf nur 10% der Meter Trommelfell platzt. Das ist einfach nur ein Schrei der Aufmerksamkeit für mich. Und klar, er ist damit erfolgreich, weil er von Montana Black gepusht wurde. Und er ist vielleicht unterhaltsam mit seinem Entertainment und Rumgebrülle, aber gut, Rumgebrülle kommt schon immer bei den Leuten gut an im Internet. Ich sage bloß PewDiePie, der damals rumgeschrien hat. Gut, PewDiePie war mir sehr sympathisch damals. Seiner verrückten Art und Weise. Aber ja, Leute mögen es schrill, laut. Ich nicht, ich bin nach meinem Feierabend gerne mal ein bisschen ruhiger. Brüll auch mal gerne rum, bin auch mal euphorisch. Und freue mich auch über vieles, aber ja, alles hat seine Grenzen. Und Knossi übertritt für meinen persönlichen Videogeschmack oder Streaming-Geschmack diese Grenzen von Lautstärke so hart, dass ich keinen Bock drauf habe. Du wirst lachen, ich hatte vor kurzem Tatsache sogar einen 13-jährigen Zuschauer gehabt. Da habe ich auch nur erwähnt gehabt, Junge, ich bin nicht deine Mutti. Aber auf gut Deutsch sage ich dir mal so wie es ist, du hast hier eigentlich nichts verloren. Habe ich das aber gebracht. Der Junge hat sich aber als sehr reif erwiesen, ob er es ist, keine Ahnung. Aber ich habe ihm gesagt gehabt, Junge, ich bin nicht deine Mutti, aber eigentlich hast du in diesem Stream hier nichts zu suchen. Der Stream ist ab 18, nicht ohne Grund ab 18, immer so nebenbei. Und für alle, was du in deinem Leben verkehrt machst, wenn du dir was falsch abguckst oder irgendwie was falsch interpretierst oder was falsch sagst, übernehme ich keine Haftung, immer so nebenbei, da musst du deine Mutti machen. Weil er auch gesagt gehabt, ja, er kann auch wieder gehen, wenn es mir lieber ist, sagst du, solange du dich hier benimmst und sag ich mal einigermaßen geistige Reife besitzt in deinem jungen Alter, kannst du gerne wiederkommen, aber wie gesagt, ich wollte das immer so nebenbei erwähnen. Und der Junge war okay. Ab und zu schaltet er nochmal ein, eher selten, aber ja. Ist ein cooler Junge, sagen wir mal so. Also der kriegt nicht gleich eine Bandkeule, aber wenn jetzt, sag ich mal, der Junge hier rumpöbelt, rumschreit im Chat, ihr wisst, wie ich es meine. Also rumpöbelt oder irgendwelche Leute beleidigt oder hier unreife Sprüche rausklaut, die mir nicht gefallen, dann kriegt er einen weiteren, ja. Der zögert nicht lange. Weil er muss ich mir nicht antun. Und ich habe schon den einen oder anderen nicht mehr gekickt, sondern der instant sofort gebannt, wenn ein Typ mir nicht gefallen hat hier im Stream. Bei Sebastian 3 kam zum Beispiel einige Spinner rein, die der Meinung waren. Einer kam auch rein, von wegen, was hat er gesagt gehabt? Stehst du auf Schwänze? Ich würde dir gerne einen lutschen, du siehst sympathisch aus. Du kannst mir aber auch gerne lutschen, du hast so schöne Blaselippen. Halt bloß gesagt gehabt, weißt du was, geh doch einfach zurück mit deiner Mutter, da fix sie gleich durch, Bann ist raus. Mal die Bann rausgeschickt gehabt, dann war das ja für mich erledigt. Diskutiere ich nicht damit so einem Menschen. Wer sich hier mit ihm benimmt, fliegt raus. Da habe ich auch keinen Timeout oder so, er fliegt gleich raus. Für immer, braucht nie wiederkommen. Hier ist so ein rotes Kabel, was mich echt so verleitet, hinzulaufen. Wer schreit schon im Chat? Ja, stell dir mal vor, Twitch würde so ein Open Mic Funktion haben und jeder und ich würde den Open Mic Funktion öffnen. Stell dir das mal vor. Und jeder würde hier im Chat rumschreien. Haben ja einige Tatsachen im Twitch-Channel drin, aber kein Caps-Lock und so ein Kram. Okay, I'm fucked up. Alter, der hat mal von allen Seiten mal richtig saftig auf die Klappe gekriegt.
Oh, gib mal, der Schlinger ist sogar ein Zigarettenrohrer. Ich habe das rote Kabel. Bloß, wo führt dieses rote Kabel hin? Leuchtender Schlingel, ja. Mit dir kannst du wieder mal deine Freundin Pony, wenn du eine Woche zu lange in Tschernobyl warst. Das ist auch ein leuchtender Schlingel. Bam. Wir wärmen uns gerade erst auf. Oh! Hallo. Oh! Oh! Hör mich zurück. Willst du hin? Oh! Ha, mich verarscht war das Vieh. Ist der noch hier? Mörderlockfleisch. Ich weiß, Meierlockfleisch ziemlich cool ist, eigentlich. Aber ich hab auch keinen Bock zu viel zu tragen. Ne? Montage? Wer ist der Montage? Meinst du Wettermontana? Nee, nicht wirklich. Ich denke, es gibt derzeit bessere Gesprächsthemen als ihn. Ihr könnt ja mal verlauten lassen, wie euer Wochenende war. Das würde mich mal sehr interessieren. Mutantenhirschkuh. Ach so, Montage. Ich dachte Montage.
Am Montag können wir ganz gerne lästern, der Montag ist einfach nur beschissen. Mein Montag war heute auch nicht besser, er war auch beschissen. Ich weiß nicht, kennt ihr das Problem, wenn ihr auf Arbeit wesentlich unproduktiver seid als sonst und ihr einfach mal euch selber zugucken könnt beim Arbeiten, so lahmarsch wie ihr seid? Also das habe ich heute zum Beispiel gehabt. Wir kamen heute gar nicht voran. Wir haben zwar geschafft, was wir schaffen wollten, aber auch so, es war so zäh. Boah. Warum ist das ein Albino? Warum ist der Verstärker bloß, weil er weiß ist? Raff ich nicht. Ah! Ah! Oh, der haut rein. Bleib stehen! Stirb, Balu! Lu! Bernd für die. Was ist denn hier los, Alter? Ist ja wieder schon Graphics, Alter. Da kämpft gerade Wolf gegen einen Hirsch. Faire 1 gegen 1. Wer gewinnt? Ich. Hahaha. Ich bin das größte Raubtier. Und mein Wochenende war soweit eigentlich ganz okay. Ein relativ entspanntes Wochenende aber gemacht. Nichts Besonderes, sag ich mal. Joa. Könnt ihr auch sehr runterziehen, Talk. Sind wir jetzt mit Vorhaber fertig oder nicht? Ich denke ja. Könntest du da nochmal kurz die Insel nochmal abklappern? Aber ich denke, das ist noch fertig. Klar, ich könnte jetzt die Kabel folgen und den Generator überall freischalten, den dicken Loot rausklauen, aber gibt auch keine Quest, ist nur Loot. Ja. Könnte man sagen, kann man so sagen, Hawk. Ich habe mit Iari nämlich Wii U gespielt auf dem Emulator. Und da haben wir uns gegenseitig bei Mario Kart fertig gemacht. Also wir haben mal ein richtig schönes Super Mario Wochenende gehabt. Ich weiß, Cheaten ist echt ekelhaft, aber ich bin hier gerade überziehen um 22 Uhr und ich hänge immer unter Wasser rum. Und ich möchte ganz gerne auf dem Land abspeichern. Bist du so blass? Was soll denn die Kacken, liebe Kriecher? Superkleber, okay. Ich glaube, zu viel an Kleber geschnüffelt, weshalb er so blass wurde. Das erklärt so einiges. Ja, wie gesagt, Temu ist ein Emulator, mit dem man quasi eine originale Nintendo Wii U emuliert und damit halt Nintendo Wii U Spiele spielen kann. Mehr oder weniger legal. Besitzt du eine Wii U oder die jeweiligen Spiele, kannst du, darfst du das benutzen? Willst du das nicht, darfst du das nicht runterladen und nicht beziehen. Aber alles im Rahmen des Legalen. Also das heißt Rahmen, es ist legal. Für mich jedenfalls. Ja, und dann haben wir schön vom PC aus schön alte Klassiker wie Mario Kart 8 gespielt. War lustig. Hat Spaß gemacht.
Leute, dann würde ich sagen, es ist schon spät. Wir machen für heute Feierabend. Und dann würde ich sagen, ja, wenn ihr auch kein Follow da lassen habt, könnt ihr noch ein Follow da lassen, hat man nichts von meiner Wenigkeit verpasst. Oder Fallout 4. Morgen so gegen 19 Uhr, 19.30 Uhr geht es dann weiter. Ja, dann würde ich sagen, hau da Grinsen mit dem Grinsen. Vielen Dank fürs Einschalten und ja, habt euch noch einen wunderschönen Abend. Hab keine Wii U. Denn, ja, darfst du das nicht runterladen, darfst du es auch nicht besitzen. Wie gesagt, wunderschöne Nacht euch alle. Bis zum nächsten Mal. Tschauzi. Ah, der Stream läuft noch? Lol. Warum läuft der Stream noch? Das ist verwirrend. Jetzt verstehe ich, wieso manche Stream-Unfälle passieren, wenn man eventuell irgendwelche Sachen macht im Stream, sag ich mal, abseits der Kamera. Denn ich habe definitiv auf Stream beenden geklickt gehabt, dass so eine Meldung, dass der Stream beendet ist, aber er läuft immer noch, wie ich es gerade sehe. Nee, ich habe auf dieses... Ich kann ja mal kurz rein... Sieht man die persönlichen Daten von mir? Ich glaube nicht. Nö, ich denke mal, sie keine persönlichen Daten, wenn ich das reinschmeiße. Ihr seht dieses Bild hier quasi. Das ist mein Stream-Programm. Und, ihr seht ja hier unten Stream beenden. Wenn ich diesen Button klicke, ist der Stream vorbei. Das ist ironisch, ich habe aufgedrückt und hier, wo meine Kamera, seht ihr da nicht, steht da, Stream ist beendet. Es läuft aber weiter, sehe ich auch nämlich gerade wegen hier oben. Und so passieren so eine Stream-Unfälle, wo plötzlich nach einem Stream plötzlich irgendwelche Sex-Szenen aufgenommen werden, weil erstmal ein halbes Jahr gebannt wird und so weiter und so fort. Ich danke auf alle Fälle, dass du mir gesagt hast, Hawk, weil ich hätte jetzt nichts live unanständiges getan, außer meine Freundin gerade anrufen, wie man gesehen hat. Aber wie gesagt, das ist heftig. Also wie gesagt, Leute, haut rein mit den Grinsen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.